Servus Leute und willkommen zu diesem neuen Stream, gleichzeitig mit dem Start von Swag Attack. Ja Leute, das ist der Server und es wird bald starten. Ich bin schon gehypt Leute, ich bin schon gehypt. Seid ihr auch gehypt? Ich bin echt gespannt, wer als erster stirbt und ob ihr überhaupt alle das am Anfang schaffen werdet mit der Elytra. Ich warte noch kurz auf CJ und Pietro und dann geht's ab, glaube ich. Ja, ich hab's an, okay. Wann geht's los? Warte. Oh, Slash. Wohin, wohin? Warte. What the fuck, Digga? Was Junge, ich seh nix! Junge, die springen schon alle weg, Digga. Komm mal her. Let's go! Oh, shit. Oh mein Gott, sterbe! Sterb nicht, Digga. Nein! Oh! Das sieht richtig geil aus. Das war jetzt insane Destruction. Oh, was? Ja. Ihr müsst gut fliegen, also gut. Ja, aber noch keiner ist. Doch! Kiloa ist gestorben! Lul! Kiloa, Junge! Mal schauen, wer als erstes Dias findet. Ja. Nicht. Eigentlich muss CJ als erstes finden, die ist hinten. Der hinter dir. Ja, Dias. Oh, nice. Oh. Ja, okay. Oh, 300 Dias. Aha. Genau. Boah, Alter. Okay, Dias mit Dias. So, läuft gut. Eigentlich schon überraschend gut, ne? Für 30 gerade und ja, das ist so. Das ist so. Gut. Also, das Ding ist. Sowieso noch, das ist auch noch ja. Large. Wie heißt Large Biome? Ja, genau. Large Biome, das ist. Endrot? Lol. Ich bin auf ein Einhorn jetzt. GG. Und wir brauchen auf jeden Fall direkt schon so Leiter nach oben oder so einen Aufzug, weißt du? Also so früh wie möglich. Ja. Am besten wäre es das mit diesen Netherblöcken und dann Wasser. Ja, genau, mit Soul Sand. Okay, ich glaube, noch hat sich keiner gekloppt, ne? Das ist stark. Not bad, Leute, not bad. Oh, Dias, let's go! Jetzt auf. Ersten Dias, holy shit. Krieg ich den schon? Ja, let's go. Hä? What? Servus. Okay, grüß dich. Ist eine Viererquelle nur, oder? Ah, nur eine Viererquelle. Kritisch. Wir werden so rein grinden. Schlimm, besser als hier fangen Gamers Time geht. Nein, ich werde lol grinden, Alter. Mach mal die Lava weg, Alter. Hier ist eine Mine. Ernsthaft? Wir können anfangen. Ja, komm mal. Let's go. Komm her. Komm zu den Dias her. Ja, ich bin hier. Okay, was gemacht? Bist du oben? Ich bin weiter mit dem Wasser. Hier ist auch eine Spinne, warte, ich fight die. Okay, oh mein Gott, endlich, ich kann angeln. Na. Let's go. Boah, Spawn, also stimmt, die ist ja eben. Warte, ja, okay, ich fahr mir erstmal Strings. Leute, wir holen Strings, Alter, direkt angeln. Wir holen Strings Alter. Für den ganzen Server, Leute, let's go. Nein, Alter, nur für uns. Oh, hier ist ein Creeper. Also, du verdienst jetzt einen Strike und deine Koordinatenmann hat gelegt, so. Das war kein Problem. Und Creeper, pass auf! What? Dude! Robby bewegt sich ja die ganze Zeit so. Okay, I got him. Ich bin noch bei Robby. Hä? Junge, hieß ein Creeper. Ach, das ist. Du gehst so zu jemand ganz anderem. Oh, lol, Dias einfach. Hä? Ich baue runter ab so eine Treppe, Dias. Alles klar? X-Ray ist ja, da. Ja, ist halt einfach X-Ray so. Robby, hör auf. Du weißt, dein Service musst du nicht gleich cheaten. Ich glaube, es ist eine Achterquelle. Let's go. Okay. Bücher, egal. Lol, ich bin tot. Moment. Nein. Es hat so gelaggt, Alter. Was passiert? Nein. Nein, du lebst. Wie jetzt? Lock dich aus. Ich bin komplett tot, dude. Ich hab gelaggt und lauer. Lock dich aus. RIP. Lock dich aus. Ich bin schon tot. Lock dich aus! Hast du Elytra gesaved? Pro Spieler, wahrscheinlich. Okay, alle da. Oh lol, das wird ein bisschen reset. Also. Ich lebe. Das wird ein bisschen resetet. Hä? Ich bin im Block drin. Ah, okay. Hä? Ich bin im Block drin, Alter. Ja, das war schon vor 5 Minuten. Ja, genau, hier ist noch ein Dias. Ja. Hey, egal. Ich bin einfach an einem Block drin, Alter. Ich will nicht sterben.
Was? Keine Ahnung, wo ist Lane bei Babylon? What the fuck? What the fuck, Digga? Krieg. Oh mein Gott, der Krieg hat begonnen, Leute. Der Krieg hat begonnen. Ins Bett. So, zack. Wer spammt? Ja, du, LP. Nein, Mario. Shadow und Ziel stinkt, oh mein Gott, was macht ihr? Ich hab mich aus Versehen mit allen angelegt, alles klar, Mario. Okay, ich glaube, noch hat sich keiner gekloppt, ne, das ist stark. Not bad, Leute, not bad. Simon, kommt mir der Name kommt mir bekannt vor. Von? Das ist von Slenderware, Digga. Von Simon. Achso, ja, das ist Liquid Simon. Liquid. Ausrastet? Ja, genau. Fuck, dude. Ich raste nie aus, ich bin wohl in Person. Mein Helm muss legit jede Sekunde rein. Kaputt gehen. Oh, seine Hose! Let's go! Bring ihn, bring ihn! Ja! Let's go! Let's fucking go! Was ist? Ja! Jetzt kommen wieder Late Night Talks. True, Junge. Nee, Mann, alles klar. Also, was sind eure gruseligsten Geschichten? CJ, fang an. Gruseligste Geschichte? Okay, ich erzähl mal. So, ich war halt so draußen, okay? So, Nachtzeit, so, 3 Uhr. Ja. Ich hab mir nichts Böses gedacht, auch mal. Ich geh so. Dann, ich seh auf einmal so eine richtige Missgeburt einfach so. Okay? Aha. Und ich hab so Schiss bekommen. Der Typ hatte irgendwie so eine Brille an. Ich hab keine Ahnung, Alter. Hä? Ja, nee, warte. Junge. Ich bin einfach so abgehauen. Also dann auf einmal stellt sich heraus, dass es einfach mein Vater war. Was? Ja. Okay, das ist echt krass. Ey, Leute. Okay, kennt ihr das, wenn ihr so hart furzt, ist einfach so ein Loch in der Unterhose. Passiert einfach. Nicht unbedingt. Steht? Nicht? Nee. Ja, da gibt's so Wasserding. Oh! Nein! Geht jetzt. Hä, warum ich jetzt einfach Schaden bekomme? Hä? 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 Wait. Hä? Hä, ich hab einfach so Schaden bekommen. Der klassische Hä? Hä, ist aber wirklich so. Ich hab einfach Schaden bekommen. What the fuck? Ich hab geht ab. Hey, wieso ist hier? Hä? Was? Ich werd die ganze Zeit hier weggedingt. What? Was? Permanently banned? Okay, ich glaub. Hä? Was? Hä? Ich wurde auch permaband. Hä, what? Robby, auf was du Drogen bist? Ich glaub, wir werden gehackt oder so. Null. Jetzt wieder? Du bist doch wieder da, Alter. Was ist denn da? Problem? Fuck. Okay. How? Oh! Was ist passiert? Okay. Jetzt hat. Oh! What the fuck? Oh, CJ Stinks war hier, glaub. Lol. Da, Robby. Jo. Oh! Lol. Ein Herz. Ich hab geblockt. Bruh. Arte, du bist gestorben, bruh. Limau. Int. Nein! CJ. Okay. Kann doch nicht, lieber Hölle, fällt runter. GG. Oh, lol, Dias. Let's go. 2, 3, 4. 6 Stück nochmal. Oh lol, die ist, let's go. Oh, eins verbrannt. Ich hab schon wieder einen Dia verbrannt, du. Ging einfach wie in Zellerwaro. Die. So, nochmal 5 Stück. Nice, haben wir 20 Stück ungefähr jetzt. Insgesamt. Fuck. What? Was soll denn das sein? Ist jetzt ein Event? Weltkrieg. Fuck. Weltkrieg? Was? Wo? Oh mein Gott, es beginnt. Oh, Dias! Nein, nicht wo ich jetzt Dias gefunden hab. Nein!
Dann geht's einfach so ein Countdown. Der Server wird down gehen. LP macht keine Scheiße mit deinem Nuke, ne? The same. Ja, lass mal spawn back. Wieder zurück, ja. Nein, Travok, nein. Nein, Travok. Travis Scott. Können wir helfen irgendwie? Abbauen? Nee, ich glaub, wir müssen zurück. Ich bin ein In. Oh, let's go. Nee, oh, hey, so eine Kiste noch, du? Kisten? Ich hab 5! Achso. Wie ist eine Kiste unter Wasser? Nee, es hat LP platziert hier. Sharp 10, Sharp 10 drückt er, Alter. Hä? Ein bisschen zu OP. Zeig. Warte. Wann sind die weg? Lagslap? I don't know. Machen wir ein bisschen Flug-Action. What? Okay, Lytra ging auch gerade nicht. Also Strings. Yes, I do have. Was? Haben wir das hackt? Hey, man darf nicht hacken. Reacts, was ist da los? Hä? Bam. Was ist da passiert, Junge? jetzt kommt, ich kann das alles erklären. What the fuck? Hä? Na, bam. Bam einfach, Bobby. Okay, bam. Er hatte X-Ray drin. Ernsthaft? Reacts, hast du ernsthaft X-Ray gehabt? Also, Reacts. 10 Euro? Ja, 10 Let's Euro. Let's go, man. Ah. Hack auf meinen Server, ja man. Nice Video. Die Wahrheit. ich weiß nicht, also ich sage euch wirklich, also ich war gerade am Runterbauen, ganz normal. Ich habe vielleicht 10 Eisen jetzt und 5 Kohle oder so. Ich hab ganz normal runtergesteckt. Ich weiß nicht, was ich da an X-Ray hab. So. Achso, vielleicht das Texture Pack. Jetzt kommt die Ausreden. Nee, relax mal, ich weiß oder irgendwie irgendwas denn, weil ich hab ja nichts, also ich sag euch, wie ich hab nichts gemacht, ja. Ja komm, scheiß drauf, oder anderen wir einfach, so. Das heißt nichts. Nix. 10 Euro, das passt schon. Ja. Ich gebe euch einfach allen 10 Euro. Passt, ja, Rich, ja, ich kann euch auch jetzt direkt mal ein Ding Screenshot schicken oder so. Ja. Ja, ich meine, also wenn es keine Dias waren oder so, dann... Ich hab echt noch nichts, ich bin ja gerade erst gesäumt vor 10 Minuten. Ja, okay. Passt schon. Alright, passt. 10 Euro, dann passt schon. LP. Ich weiß nicht, aber du darfst nicht so early bannen, man. Wenn es keine Dias nicht mal waren, LP. Nein, wir warten jetzt einfach auf die 10 Euro und dann entscheiden wir. Die Wahrheit ist so, ging ein Clickbait-Titel, let's go. Ey, die Schätze! Nein, die Jönken! Das gibt Krieg. Das gibt jetzt Krieg. Nur das Lag. Es gibt erstmal ein Lag. Also. Ja. What the fuck? Nice, ü. Nein! Ich nenne den Ranjit. Hab den Nametag? Wie nennst du ihn? Ranjit. Das ist ein Int. Halt zum Maul. Schau schon, wie er aussieht. Bruh. Ja, was ist das jetzt? Treyvok. Ey, Treyvok grieft schon. Er fängt schon an. What the fuck? Junge, der Typ ist hier schon voll dir. Max, was? What the fuck? Junge, what the fuck, Digga? Fast tot. Junge, Travok, der macht halt weiter. Ich klatsch ihn jetzt. Macht er nicht weiter? Wir müssen ihn töten. Bist du hier ein Secret? Er will aufsetzen. Bist du jetzt Secret Griefer? Warte, er stellt sich uns. Relax. Ah, okay. Warte, er muss sich bücken. Okay, Travok. Warte. Relax, lass ihn in Ruhe. Relax. What the fuck, wie alle hier sind? Junge, in der Weltkrieg, what the heck? Hab OP-Apfel gefunden, oho, okay, Mesa ist der neue Boss, wie es aussieht. Alter, die fighten, ihr seht, die stecken den Traffic! Holy shit! Junge, ich geh da rein, weil ich... What the fuck? Ich werde jetzt hier mitfighten. Was auf die fighten jetzt? Ja, die fighten jetzt hier. No way. Krieg? Oh, seht, die stecken mit der Lava-Combo! Holy shit! Und ich geb Traffic auch eine Combo. Aber okay. Ich gebe jetzt einen Hit auf CJ Stinkt. What the fuck, es geht dir ab? Oh mein Gott, ich glaube CJ Stinkt stirbt gleich, weil er nicht die... Es geht dir ab? Okay, es ist wenigstens schon alle weggegangen, das ist schon mal gut. Wo ist eigentlich Ranjit? Wer hat Ranjit getötet? Mo, what? Hä? Huh? Wer hat mich gegrieft? Komplett hart grief, Alter. Robby, du hast nicht mal deine Klinge rausgepackt. Den Gürtel. Lappen, Alter.
Ja, du bist so gutherzig. Der erste Grief von Travik hat eigentlich alles schon gezeigt, aber... Ich glaube, Travik verdient die erste Obsidian-Gefängnisstrafe. Wir brauchen die Gefängnis, Leute. Kann das sein? Wer? Oh, Maxut! Okay, Maxut. Das gibt Krieg. Das Alter, war's, warum? Das Ding ist jetzt du, das holt ihr, Alter! Maxut? Nee, runter von der Insel. Das ist jetzt Inselverbot. Also, Maxut, runter oder klingel? Oder ich klingel bei dir. Der schlingt Junge. Was ist jetzt passiert eigentlich? Oh mein Gott. What? Ist er gestorben? Happened. Ja. Alter, Traffic! Oh mein Gott. Der kommt so ins Gefängnis. Du kommst ins Gefängnis, so nicht mehr. Okay, er hat erst uns begangen. Okay, er hat. Ich weiß, Travik ist so ein. Er ist so kritisch, ne? Er ist so ein kritischer Dude. Das Ding ist, er hat keinen Selbstmord begangen. Wir müssen ihn in den. Ein Selbstmord bringt nichts. Er kommt in das Gefängnis rein, die Pieter. Ein Entschuldiger kommt ins Gefängnis, aber nicht der Mörderer von Baljeet. True, Junge. Wer war das von Baljeet? Und Junge, wer? Wo zur Hölle? Wer ist Baljeet, Alter? Was ist der Baljeet? What the fuck? Wir haben noch keinen gescheiten Stuff. So, das ist jetzt ein Baljeet. Habt ihr jemanden Name-Tag? Okay, aber wer ihn tötet, das ist so wie er würde einen Mord machen. Ich glaube, das steht sogar im Chat dann wissen wir das Bescheid, okay. Okay, jetzt natürlich die Question, wie schreibt man Ranjit? R? E? Nein. Ranjit. Natürlich. Ja, okay. Aber wo ist, fang den Amboss jetzt nochmal. Ich hab den Amboss, Alter, weil sonst die jeder klaut. Nee, warte. Der hat schon jemand geklaut. Nevermind, okay. Fuck, die sind gereisen. Genau, hieß er illegaler, ne? Oh! What? Timon, die feinden hier mit Lava. Fight. What Holy the fuck? Travik, Alter! Wer macht die Party? Wer macht die Party? Timon gegen Illegaler? Ich muss ihnen helfen. Nee. Weil Illegaler war bei uns. Oh mein Gott. Oh! Wait a second. CGP, was soll das? Ich glaube, Travik will uns hier ein bisschen beklauen. Okay, also auf der roten Liste sind schon mal auf jeden Fall Travik und CGB. Schon mal klar. Ja. Travik, er klaut einfach! Und er kann nicht sterben, obwohl ich fucking Sharp 3 an dir habe. Okay, Travik, das war's jetzt. Jetzt kommt die Klinge zum Einsatz. Hä? Warum stirbt er? Ich hab Sharp 3 dir. So. There you go. Hä, hey, Junge, der Show ist so scheiße, Mann. Was ist das? Nein. Oh mein Gott, MG. Nein! Dame ist hier, oh, stinkt. Ja. Nein! Wollt ihr von der Klippe stoppen? Das. Fuck. Gott, meine MGs, Mann. Holy shit. Oh, what the fuck, dude? Junge! Ich glaube, ich bin tot. Oh mein Gott, ich end fast verreckt. Ich hab grad Twitch Look dabei erwischt, wie er jemanden getötet hat. Er schaut mich so ganz langsam an und springt selber in den Tod. Kleiner Schlawiner, mal schauen. Nächstes Mal, wenn ich dich sehe, da bekommst du den Gürtel. Aber Leute, ist egal, wir starten jetzt auf den Server. Was geht? Wenn du bei Varo mitmachen würdest, mit wem würdest du spielen? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Ich kenne halt keinen, so, ne? Deswegen kann man das nicht sagen. Das kann man nicht sagen, so. Aber ich würde so sagen, einmal Space, weil Space... I don't know, ich sag mal Space. Ja, Pietro natürlich auch, wenn er YouTuber ist, ne? Aber Varo ist ja ein... Ich sag nur für die Größe von YouTuber. Oh mein... Ja, okay. Nee, man kann nicht mal fliegen, gerade. Warte. Die machen hier echt eine... Eine Bahn, ne? Krass. Nicht schlecht. Mega geil. Mal schauen. Oh, jetzt geht's ab. Let's go.
Oh, hier ist auch noch ein bisschen tricky, aber passt. Okay. Wir müssten safe sein. Und wie sind sie so vorbei? Wir waren nicht. Wir waren ihn halt jetzt einfach. Alright. Wieso schafft er nicht mehr gebannt werden, hä? Okay, der Fuchs, Weird Chime auf jeden Fall hier. Ich glaube, zweit oder dritt komischer Viewer, den ich schon mal hatte. Der erste wird. Wer war der größte? Der erste. Der erste wird auf jeden Fall Shadow bleiben. Dann der zweite ist auf jeden Fall Shadow. Boah, Junge, der schreibt mir, wo ich noch diese Pokémon-Streams gemacht habe: Yo, schreib mich mal auf einen Zettel und kleb's dann auf dein Greenscreen. So Sachen und richtig weird. Dann zweiter auf jeden Fall illegaler, das ist auf jeden Fall noch weirder als Stille Fuchs und dann Stille Fuchs. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage ein Video machen, wo ich die Gebäude und so wie in einem Top 5 einfach ranke. Und ich sage, Leute, Riax hat so eine heftige Base gebaut. Das ist aber krank. Das ist aber krank. Like, ich glaube, wir haben den vierten Tag, ne? Er hat wirklich was Geiles auch gebaut. Auch ein Ehrenmann, Junge. Oh, oh. Hallo? What the fuck? Was macht denn Eddie, Junge? Macht er Stress? What the fuck? Vor allem Abby mit fucking 80 Deaths. Aha. Basti, willst du gebannt werden? Krieg. Danke. Also, wir sind verfeuert, auch gesegnet. Sehr schön. Knapfel, leider. Warte mal kurz. Knapfel. Wait a second. Ist Knapfel nicht ein Pokémon aus Schwertschild? Oh, stark. Stimmt, ne? Wieso check ich's erst jetzt? Digga, ich habe einfach einen Dude, der einfach heißt wie ein neues Pokémon-Dude. Wie heftig ist das überhaupt? Mach mal kurz ein LG hier, oder nee? Das ist nicht bright, schon. Oh, ein bisschen Dropper-Action war risky, ein Block bright. Ne? Ich habe ja nicht umsonst seit Toxi Mario Party ein bisschen hier Drop-Up trainiert, ne? Man kennt ihn. Das Werkzeug-Server stoppt, wenn der Ender nachher zum zweiten Mal besiegt wurde. Zum zweiten Mal? Hast du. Nee, das. Er soll schon ein bisschen bleiben. LP. Oder schaffst du es von der Ding nicht? Also mit Mods bist du jetzt auch nicht krasser in diesem Chat oder so. Das ist halt nur so ein kleines. So ein Hammer. Nicht Hammer. Ey, wie heißt dieses Werkstück, Mann? So Einstellungen-Ding, was auch immer. Und du kannst halt Leute timeouten und so einfach. Und das war's. Wie heißt es überhaupt? So ein. Zange? Nee. Ach, keine Ahnung, komm. Oben mit. Ja, Schraubenschlüssel, komm hier, ich bin nicht dumm. Wir müssen nur die 10 Tieren schützen. Ja, Lieblings-Pokémon ist Shiggy. Und dann kommt Evoli, dann kommt Plinfa und noch ein paar. Ja. Und Leute, ich kann euch hier kurz zeigen. Oh shit, schau mal hier, Evoli, Shiggy, Pikachu oben. Bam, Alter, wie findet ihr das? Heftig, oder? Was mit Knapfel? Ich finde, Knapfel hat ein geiles Design, also vor allem diese Drachenform, aber die neuen Designs sind so weird. Also das ist zum Beispiel ein Apfel nur, ne? Apfel ist ja lecker. True. Aber das heißt ja, du isst ein Pokémon. Schon mal daran gedacht? Das ist heftig. Ich bin lecker. Wir haben noch einen Apfel hier im Chat. Let's go. Komm, ich mach mal jetzt ein MLG auf. Ah, okay, ist mir egal. Let's go. Was? Ich hab's nicht ange... Was? Wieso hab ich's denn nicht aufgesammelt, Dude? Ey. Als ob ich's nicht aufgesammelt hab, Dude. Ich hätte es safe call geschafft. Man. Come on. Cliff, du schickst in die Top 5. Top 5 MLG. Ja, ich wollte einen Top 5 MLG machen, Dude. Platz Nummer 1 kommt von dieses Swag. Okay, wenn ich jetzt das. Wenn ich den Eimer nicht mal aufsammle, dann stimmt da was nicht jetzt. Gib das. Ey, das geht doch nicht, Mann. Ich kann den nicht aufsammeln. Platz Nummer 10 ist von dieses Swag.
Okay, was war euer Lieblings Minecraft-Projekt? Varro, alle Varro, krass. Okay, für mich, Crytox auch, Titan 2, Safe Call. Weil 2 war wirklich, das war die Kirsche auf der Torte gefühlt, ohne Spaß. Titan 2 mit den Buddies, oh mein Gott, Junge, das war so geil. Aber Varro 5, Leute, denkt ihr, Varro 5 startet noch irgendwann mal? Und wenn ja, was denkt ihr, wann? Was denkt ihr? 2 Jahren? 2 Jahren, sagst du? Das Ding ist, Leute, ich achte so krass auf den Chat, ne, dass ich ingame nichts mache. Ich renne nur rum. Ist es euch wichtig, dass man irgendwas macht, oder ist okay, wenn man auch so talkt einfach? Scheiße, Schule, das wäre gedeckt. Ehrenmann. Fight. Max, willst du Fight? Ich habe einen Prot 1 Teil, ne? Okay, Max, komm her. Wir machen einen kurzen Match. Wir machen jetzt folgendes, schau her. Wir meinen jetzt, also du stehst hier, ich stehe hier, okay? Und wir werden uns nicht killen, okay? Aber wenn einer durchzieht, dann hat er schon verloren. Okay, let's go. Aha. Oho, okay. Nein, okay, ich muss durchziehen. Okay, hat gewonnen, GG. GG. Wenn er jetzt einen Block da placed, ne? Okay. Also hier ist ein Block Place. Okay. Lol, Knappe. Scheiße. Fuck, ich wollte ziehen, der stinkt damit trollen. Nein. Knappe. Okay, zum Grunde. Ich sag mal so. Oh mein Gott. For real? Oh mein Gott, Igorifa. Okay, I gotcha. Hä, hey, was war das jetzt? War es geplant, oder? What? Alter, was war das für ein Sharp? Okay, LP, das gibt Krieg. Okay, nee. Ich will lieber keinen Krieg mit den Admin hier. Digga, was soll das? Alter. Junge, was ist das für ein... Alter, wie ist die Rüstung shredded? Da, fuck, was ist mein Stuff, Dude? Junge, LP, mein Stuff, Dude? Tut mir leid, der Clear Lag hat den Teil der Admins gelöscht. Nein. Dann geht's ab. Nicht 10.000, Junge. Nein. Oh. Keiner killt Blackbeard. Was? Mr. Middlespan, das mal. Man kennt ihn. Will Gefängnis. Yoshi will ins Gefängnis. Alles klar, dann machen wir gleich. Was macht bei Fuchs? Oh, okay. Genau, die haben noch schon eine Insel hier, ne? Eisbiom. Nicht schlecht. Ach, die haben die Blöcke mitgenommen in... Ah, smart. Yoshi will sein Stuff jetzt back und der dritte Elytra. Junge, ich hab dir gesagt, auf dem Server, hier kann alles passieren. Yoshi kriegt jetzt Gefängnis. Der erste Gefängnisinsasse, Yoshi. Let's go. Okay. Slash. So, zack. So. Okay. Okay. Er ist immerhin eingebaut, okay? Das ist fein. Wie findest du meine Base? Maxwell? Also hier? Damn. Die ist schon krank, auf jeden Fall. Können sie auf jeden Fall auch einen Platz in Top 5 sichern, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das jetzt von Maxwell und Riax kann schon Platz 1 sein, auf jeden Fall. Schon hier sogar eine Workbench platziert. Macht nicht jeder, ne? Also so Details zu achten. Respekt, Maxwell. Respekt, auf jeden Fall. Oh, stimmt, das war die... Oh, das ist auch stark. Vor allem dieser Brücke hier mit den Lagerfeuern, ne? Mega geil gemacht. Also von außen muss ich sagen, ist geil, ne? Mir ist auch irgendwie gefühlt bei jedem Top 5 auch dabei, ne? Okay, wo würdet ihr eher um 20 Uhr reinschauen? Herr Bergmann oder Ungeklickt? Ungeklickt, Unge, schau viele Unge. Ich zurzeit würde wirklich Herr Bergmann Streams appreciaten, weil ich habe ihn gestern bis 4 Uhr durchgesuchtet, ne? Also Ungeklickt schaue ich halt auch immer nach. Also ich verpasse keinen Stream, sei es jetzt Herr Bergmann oder Unge. Ich schaue jedes nach, aber so wirklich live verfolge ich noch Birgi. Okay, Luke, wo bist du? Ich kann ein bisschen was droppen auf jeden Fall. Wo bist denn du? Wie ist das Projekt entwickelt, ja? Leute haben halt mehr gebaut, als ich dachte, ne? Wo ist dieser Luke LP? Was? Fight? Oh mein Gott, jetzt muss ich zuschauen. Oh shit.
ein Apfel mit CJ Tink. God damn, let's go. Let's go, peoples. Oh shit. Schau mal aus dem Fenster, Junge, ihr seid fucking lost. Nee, ne, die sind einfach alles klar, dude. Ja, ist verrückt. Oh, und das war's mit CJ. GG. GG, Leute. Oh! Oh, ehrenlos. Junge, ehrenlos. Okay, das kriegst du back. Das kriegst du back. Oha, Artab, das gibt Gefängnis, ne? Das weiß ich schon. Das gibt Gefängnis jetzt. Ein Tag mindestens. Okay, Artab, sei jetzt mit tot. Du kriegst jetzt einen Tag Gefängnis. Du wolltest einen unschuldigen Nexo-Baum killen, der noch keine Tode hatte. Schau mal, er hat hier sein Haus mit Schild gebaut. So, das heißt Gefängnis, Artab. Let's go, dude. Wann kommt das Top 5 Water-MLGs? Mit den Water-MLGs, das kommt am Samstag. Und morgen kommt das Haus-MLG. Heute wird, by the way, eine Person gebannt. Und zwar Travik. Er war mir schon ganz am Anfang ein bisschen... Wie nennt man das? Ja, auf jeden Fall, er hat am Anfang so ein bisschen Faxen gemacht. Er hat wieder gut gemacht, dann wieder Faxen. Es war immer so Schwankungen bei ihm. Und heute hat er ein paar Häuser zerstylt, sag ich mal. Ich hätte ihn doch besser in Gefängnis packen müssen. Kampf in der Arena, schon wieder ein Kampf? Kann ja nicht wahr sein. Okay, Leute. Let's go. Bardo gönnt sich den ersten Hit, auf jeden Fall. Okay, Leute, der zweite Kampf kommt an der Tribüne, Leute. God damn. Und jetzt hat's Bardo. Fertig. GG. Ey, das mit der Arena ist ja so eine nice Idee. Noch ein Fight. Okay, Maxut gegen Knapfel. Das... Maxut hat natürlich den OP-sten Stuff hier auf dem Server, ne? Oho, okay. Lockt schön mit dem Schild hier. Packt noch einen Hit aus. Oh! Oh mein Gott, Flitzer. Tag Fabian, Flitzer. Oh, und das war's. GG. Oh shit, let's go. Aber warte kurz. Lul. Ich wollte jetzt erstmal cheaten. So, jetzt. Alter, das stillt die ja gar nicht. Dude, funktioniert das nicht bei den Ho oder wie? Oh, sehr knapp. 9 Herzen noch, sehr knapp. GG. So. Junge. Ey, ne, Luke, kleiner Schlawinski, ich sag's dir so. Leute, diese Arena, ne, ist ja legit Pock. Let's go, let's go. Aha. Flitzer hier. Weg damit. Weg mit dir. Oh, jetzt verteidige ich. Jetzt krieg ich gut Hits. Oh, leck. Oh, das war's. GG. Bisschen schnell geklickt. Oh, oh. Aus der Arena geschossen. Not bad. Oh, seine Schuhe sind kaputt gegangen. Seine Eisen... Oh, und das war's. Wegen den Eisenboots. GG. Ey, aber starker Fight. Was würdest du mit dir, Schwert? Oh, CJ ist am Flitzen. Immer diese Flitzer, Leute. Immer diese Flitzer. Man kennt sie. Blitzattacke bei der Arena. Ein Dude mit einer Regenbogenflagge ist in der 50. Minute durch das Spielfeld gerannt. Und das denkt Zwergtek. Was denkt ihr? Droht ihm eine Haft im Gefängnis? Vielleicht sogar Schlimmeres? Schreibt's in die Kommentare. Pfeile werden aus der Tribüne geschossen. Ich glaub's kaum. Sie stirbt nochmal. Okay. Heute, Leute, machen wir ein 1 gegen 1 Turnier. Und zwar habe ich hier schon ein Bracket quasi aufgebaut. 16 Player, 8 Finale, bis Finale. Hier werden sich dann die Player eintragen. Und dann machen wir draus so ein ganzes, also hier dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und hier dann nochmal das Finale. Also ihr kennt das System, ist einfach ein normales Turniersystem. Und ja, Leute, wir machen einfach Party, I guess. Habt ihr Bock? Oh, okay, okay. CJ fällt hier runter, perfekt. Ja. Oh, aus der Map. So, let's go, weiter geht's. Oh, shit. Wieder aus der Map Ghost, Alter. Au. Oh, und das ist jetzt der Kill von Minion Wolf. GG. Was ist hier? Der Fabian, weg da. Du bist nicht dran, Dude. So. Nein, Junge. Geh doch weg, Mann. Lehnen sie sich ein bisschen mit dem Schild, alles klar. Oh, jetzt kassiert hier Travik die Combo. Noch ist hier kein Obsidian, jetzt hier ein Obsidian geplaced worden. Alles klar. Okay. Sie sind auch der.
ready? Ready, Leute? Würde ich sagen, go, go. Weil ich schon ready kann, sagt, ja, go, go, okay. CJ hier mit dem ersten Hit. Triple Hit. God damn, okay. So, mal schauen, mal schauen. Oh. Huch. Die waren trotzdem genommen. Ja, Handfight, Junge. Oh, Mann. Geht gerade nicht. Könnt ihr auf dem Server joinen, Leute? Ganz Server tot? Krass. Okay, das ist krass. Sollen wir das nicht verschieben? Ihr habt es vielleicht schon im Titel gesehen. Heute werden wir entweder einfach normal spielen, spontan ein 1 gegen 1 Turnier machen oder halt den Ender Dragon klatschen. Und das werde ich spontan entscheiden. Mal schauen, Leute. Mal schauen. Also jeder, der Bock hat, kann ja gleich mitmachen mit dem Ender Dragon. Wir klatschen den schnell. Leute, ich warte noch 5 Minuten, dann tippe ich alle hier rein. Und dann machen wir den, würde ich mal sagen. Okay, wir machen keine Faxen mehr. Let's go, Leute, let's go. Rein hier, rein hier. So. Oh. Passt schon, passt schon. Let's go, let's go. Alle sind dead, oder? Die Kristall 1 ging ja übel schnell, holy shit. Nein, sie stinkt. Nein, F. Leute, gleich. Zwei Schüsse noch. Final Schuss. Bam, Alter. Oh my god, let's go! We fucking run hard away. Oh nein, die wollen die XP snacken. Smart. God damn. Junge, what the fuck? CJ stinkt. Die nicht ins End wollen lieben. Kurz. Ich hab's geschrieben, Leute. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Na gut, Leute. Ich hab euch gewarnt. Ich will keine Flames hören. Jeder boxt sich jetzt. Oh! Oh! Nein! Nein! So, Challenge, Leute. Jetzt kennt euch. Irgendwas ist für ein scheiß Event. Und die Dragons sind verbuggt, oder wie? Ja. Die sind verbuggt. Dazu gibt es nur eins zu sagen, Leute. Moment. Was haben wir gemacht? Ich wollte nur einen Ender Dragon killen. Auf einmal ist der ganze Server eskaliert. Der ganze Server ist eskaliert, Dude. Ich glaube, vielleicht können wir zur Feier nochmal oder morgen so ein kleines Varo machen. Also alle, die noch leben und jeder kann sich killen. Der, der stirbt, ist halt so endgültig raus. So irgendwie so ein crazy Projekt. Aber gebannt. Aber gebannt, Junge. Gib einfach jeden kreativ. Okay, sagen wir mal, wir haben das jetzt beendet mit den Ender Dragon. Wir haben ihn einmal gestylt. Es war die erste Woche ein geiles Projekt, muss ich schon sagen. Ich habe vor allem das gefeiert, wo ihr die Häuser gebaut habt. Das war geil. Die Leute, die heute nicht dabei waren, denken sich so, what the fuck? Also ich sag ehrlich, für ein Projekt, wo du so alle klatschen kannst, wo jeder die Village griefen konnte, hat es eigentlich, also wirklich, tatsächlich lang gedauert. Ich dachte, es wird spätestens nach 3 Tagen komplett eskalieren. Es hat jetzt nach 2 Wochen gut gehalten. Nicht schlecht, also wirklich. Ich fand die Idee mit keinen Schutz und so geben, ja, war es jetzt gut oder nicht, I don't know. Aber es war, ich sag mal, was Neues. Man könnte es auch sehen als Social-Projekt, wer hat gegrieft, wer hat alles gemacht, wer hat alles gebaut und so. Das war schon nice. Slash. Emote. Create. So. Gönnt euch, Leute. Gönnt euch. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, keiner ist mir böse jetzt. Ich respekte trotzdem jeden, der hier gebaut hat, der wirklich seine Zeit investiert hat. Es war jetzt ein 2-Wochen-Projekt, wo ich nicht mal gedacht habe, dass es wirklich so lange dauert. Und es ist dann heute, sagen wir mal, das Ende vom Projekt. Aber seid ehrlich, Leute, die erste 2 Wochen, oder die erste Woche war richtig geil, die zweite okay. Aber das war schon wirklich geil. Kuss geht raus. Und danke auf jeden Fall an LP für den Server. Es war eine schöne Zeit. Vor allem, ich habe wirklich gefeiert, wie hier die Leute um den Spawn gebaut haben. Und wirklich 2 Wochen lang ist hier fast nichts passiert. Also hier umherum auf jeden Fall nichts passiert. Fand ich krass. Und dann machen wir auch noch eine kleine Zündung. Auf die Ehre. Wir machen hier noch auf die Ehre eine Versprengung. Mit Zack, Alter. Und ich finde es krass, dass sehr, sehr viele so normal gespielt haben. Also es gab jetzt, wenn ich so schätzen würde, also jeden, den ich gewhitelistet habe, sage ich mal, es gab 10 Griefer vielleicht. Vielleicht 10. Slash, slash, set, und T. Ja. Ja. Und es laggt schon. Oh! Das war's. Das war's, Leute. Das war Minecraft Swag Attack. Aber ja, Leute. Danke alle fürs Mitmachen. Kurs geht raus. Und ja, ich danke alle für Mitspielen. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Gomme-Action. Let's go.
Servus Leute und willkommen zum Ankündigungsvideo von Swagtech X Minecraft Snowtime. Genau, ihr seht ja hier schon, wir haben einen Spawn und die Map ist, eine Wintermap. Und ich finde die so geil, was sagst du, Hurricane? Ich finde die absolut geil an. Ich war sofort verliebt. Ja, die ist wirklich insane. Oh, hier sieht alles. Jetzt kommen wir zum Highlight, denn es ist nicht einfach nur ein normaler Server mit ein paar Plugins, also auch. Aber wir haben tatsächlich einen Voice-Chat-Plugin noch gefunden. Das heißt, es wird möglich sein, in Minecraft über Discord sich zu connecten und damit zu talken. Ist es ein Griefer? Oh nein, mein Haus ist kaputt. Nein. Ich kann jetzt gucken. Aha, mein Haus ist weg. Wer war das? Oh, goddamn. Hurricane broke. Crafting Table, hast du auf den falschen geklickt, kann das sein? Wo war denn nochmal hier? Jedenfalls, genau hier. Rief mich sinnlos, weil wir finden alles heraus. Genau. Zum Beispiel, Robbie placed Crafting Table und Hurricane broke Crafting Table. Ja, dann kann man also herausfinden, wer hier gegrieft hat. Und dann werden die Leute straight up gebannt, ja? Also hier ban Hurricane, zack. Dann wird es einfach gekickt, so, zack. Junge. Ich kann aber nicht unbannen. Aber, hä? Hä? Wie kann ich unbannen? Vielleicht wieder ban? Red weiter, ich google. Sondern entscheiden dann, ob das auch genau wann wert ist oder nicht, aber außer Barrio, den könnt ihr immer töten. Farm World, das ist, oh, what the heck? Das ist mein Zombie. Da bist aber du. Ich töte dich, weil keine Sorge hab. What? Gefallen, Uwe. Jetzt sehe ich endlich mein Haus hier. Oh, das ist mein Haus. Hast du selber das denn? Wo ist dein Haus? Oh, get fucked, dude. Das war jetzt insane Destruction. Barrio ist tot. Das will ich sehen. Juice. Das will ich sehen, wie Barrio verreckt ist. Boah, ich höre, da wird du betrunken, CJ fast. Boah. What the fuck, dude? Ich hab fast gekotzt. Köpfe, Digga, köpfe. Das ist Cody. Warte, ich muss euch zeigen, wie Barrio verreckt ist. Oh mein Gott. Wenn ich du wär, Steini, würde ich ein Boat-MLG machen. Soll ich machen? Wenn ich wäre, werde ich das nicht machen. Ich mache es. Ich kann jetzt nicht einschätzen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Ich habe auf jeden Fall keinen Fallschirm bekommen. Ey, wär's sick. What? Oh! Yo! Alter! Ist ein Safe gesehen? Yo, was? Das hab ich ganz so lieb. Ich hab den Vollaufquatsch meines Lebens gemacht. Alter. Junge, ich bin fast in der Lava gelandet. Okay, dann. Kannst du mal ruhig sein? Ja gut, also jetzt hat's. Gibt man eine Feuerkugel in einen Werfer rein? Wenn ich denn... Digga, mute dich doch! What the fuck is this? Was? Nexor. Und Ui Memo. Hier war ich noch gar nicht, Junge. Mit. Ist es Barrio? Dieses Bär auf jeden Fall. Fun Fact: Er hatte mal zwei Bären. Der andere hieß Barrio. Und ich glaube, in der Nähe ist ein Creeper explodiert. Da war ich dabei. Und ich war schuld, dass Barrio dann verreckt ist. Also der Bär. Also. Anarchics. Das hier ist von Bohrmaschinen. Achtung! Schön weihnachtlich, geht auch noch weiter hier. Hier ist eine Kerze. Gedenk. Und oh, hier geht's runter. Weiter. Das ist die Kartoffelfarm. Die Ein-Drittel-Farm. Man kennt sie. Evil des Allerheiligen Snoop Dogg. Legend Sentence, kick it down. Bad. Ja, ja, nice. You ain't no fun. Junge, geil, aber Snoop Dogg People. Junge, so geil. Also, die finde ich cool. Stark. Leute, servus und willkommen zu einem neuen Stream. Zu einem Swagtech Stream. Und zwar Swagtech 2. God damn. Ja, heute beginnt Swagtech 2. Alter, wir haben schon zwei Tabs voll. Holy shit, wie viel sind das? 24 schon. God damn.
Auf jeden Fall, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir werden hier wahrscheinlich einen Robby-Sack-Dow machen und danach starten wir Swag Tag 2, ja? Wäre das eine gute Idee? Also sind schon 5 oder 6 Leute gestorben in der Lobby, ja? Weil hier ist halt PvP an, was soll ich machen? Hier unten ist Robby-Sack, da könnt ihr jetzt nochmal joinen. Ich werde auch hier rein joinen. Ihr könnt nichts talken, sondern ihr könnt nur mich hören, ja? Wenn ich mich gleich entmute. Die Leute, die jetzt Probleme haben, tut mir leid. Alter, Tori, du musst jetzt einen Platz taken, dude. Nimm der... Ist er gekickt? Frozen Luke, du auch? Oh, jetzt wird zurück in die Hose. Okay, wir starten jetzt, ja? Ich mach jetzt mal ab, was alles aus. So, schnell das ausmachen hier. Okay. Kommt mal bitte mit, jetzt zu mir hier. Als ob keiner kommt! Hä? Ja, okay, das werden wir nie schaffen. Ja, okay. Okay, Robby sagt, komm mal hier mit. Stopp. Ja, okay. Yoshi, du musst auch hier hoch, ne? Yoshi, geh mal wieder hier hoch. Das war ein Fehler, mein Junge. Ich habe keinen Robby Sack gesagt vorher. Das ist auch fies, oder Leute? Seid ehrlich? Das ist auch fies. Nehmt euch mal alle hier einen Block hier. Als ob keiner... Ja, okay, ihr seid heftig, Leute. Ihr seid heftig. Okay. Oh nein, sag nicht, das Server laggt jetzt. Ein paar sind jetzt geliebt. Hä? Ist das Server, oder? Scheiße. Vielleicht DDoS? Oh nein, ist es wirklich jetzt DDoS-Attacke wieder? Ist es jetzt wirklich wieder eine DDoS-Attacke? Nee, oder? Genau wie in 2K1. Das kann doch nicht wahr sein. Fuck, Mann. Wahrscheinlich auch nichts. Oder? Versuch mal zu reconnecten, Leute. Es geht, glaube ich, wieder. Okay, Robby sagt, reconnect mal bitte. Dann hoffen wir, dass es weitergeht. Okay, Robby sagt, guckt mal auf mich. Die ganze Zeit. Also, guckt auf mich die ganze Zeit. Robby sagt, guckt auf mich die ganze Zeit. Ich kann es halt selber nicht. Scheiß drauf, Junge. Ach komm. Ja, Ex, komm mal bitte her. Ex. Okay, er ist Five Heads. Also wird noch hier geschrieben. So, Johnny King, kannst auch bitte mal kurz herkommen. Ey, Johnny King ist ja schon tot. Er lost. Leute, aber ihr könnt ja nicht Ja schreiben, wenn ihr nicht mehr drin seid. Okay. Ihr macht jetzt ein episches. Ja, wirklich episches. Holzschwertduell. Pock you, Alter. Habt ihr Bock? Okay, weil Trahlen einen Delay hat, muss Trahlen jetzt einen ausruhen, mit wem er PvP't. Trahlen, wen nimmst du? Mit Pietro willst du, okay. Was Trahlen vielleicht nicht wusste, Pietro ist der Maker von der Tyrant-Combo. Es ist zwar in der 1.16 hier, ja, aber, mal gucken. So, okay. Robby sagt, der Letzte, der eine Zahl im Chat schreibt, hat gewonnen. Spaß, das war ein Prank. Der Erste, der noch eine 1 im Chat schreibt, hat gewonnen. Wir wollen jetzt hier starten, ich hab schon recht, Leute. Bohrmaschinen war der Erste, oder? Ja, Bohrmaschinen hat als Erste eine 1 geschrieben, kurz danach Space Varo. Also Glückwunsch, Leute, und wir starten jetzt, okay? Tut mir echt leid, aber, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber gut 20 Minuten, das geht, Leute. Boom. Swag Tag beginnt damit. Let's go. Ich gehe auch mit dem auf Game mit 0. So. Und wir werden Difficulty auf normal setzen, okay? Robby sagt, ich bedanke mich, dass ihr dabei seid. Ihr könnt jetzt den Call leaven hier im Discord, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall. Danke, Leute. So, jetzt schaue ich auch wieder den YouTube-Chat, Leute. Oh, das ist ein Creeper. Ah, da bist du, da bist du. Heißt der Eisbären. Ist doch egal. Pass auf, ich weiß nicht, ob die... Oh mein Gott! Greif die an. Ja. Alter, schau dir an. Ja, genau hier. Ah, hier ist Dungeon. Oder ja? So. Oh, Angel! Luck of the C3 direkt. Okay, das ist. Oh, okay, lass angeln. Das ist strong. Das ist strong. Alter, wir haben 3 Tabs voll. Ich esse jetzt. Krass, Leute. Respekt. Danke euch wirklich alle. Oh, ja, krass. Krank, ey. Okay, dann komm ich zu euch. Sag mal kurz. Oh, noch eine Angel. Ernsthaft jetzt? Ja, die bekommt JJ aber. Oh, ich schwör, die hat er verdient. Ja. Zweimal Luck of the C3. Das ist strong, oder? Ja, das ist absolut strong, ja. Weiß jemand, wie man Schatzkarten liest, Leute? Warte, da ist Norden, ne? Das heißt, wir müssen. Ohne Seife. Südost müssen wir hin. Dann müssen wir da hin. Hä? Ist es so weit entfernt oder bin ich lost? Kann ich Karten lesen, Leute? Nie ohne Seife. Ich muss ja. Südost? Ich bin so lost, ne? Ich kann echt keine Karten lesen. Ice Cream Devil ist der Erste mit Dias. Ja, das könnt ihr ja sehen, ne? In den. Also, ihr seht ja die Achievements im Chat. Der Jemand ist schon nether. Ernsthaft jetzt? Ja, LP ist nicht. Oh, der Tryhard. Okay, okay. Es laggt diesmal ja gar nicht. Ja, ganz am Anfang hat's gelaggt, jetzt geht's eigentlich, ne? Oh, ich hab sie. Hast du? Nice. Ja. Hey, wie zur Hölle ist jetzt da? Ja, da ist noch eins. Das
Also kleine Lags ist normal, aber ist auf jeden Fall viel, viel besser als in Swag Attack 1, das ist auf jeden Fall. Weil ich glaube in Swag Attack 1, da war ja, da bist du irgendwie im Boden stuck gewesen, ne? Oh, ja. Was war da noch? Das war zu lustig. Da sind einfach Phantome gespawnt, so 10 auf einmal. Keine Ahnung, oh, seit ich. Server voll? Der Server ist doch nicht voll, oder? 50 Slots noch. Nein, oder? Doch, 50 Slots hatte noch, oder? Haben wir echt 50 Slots jetzt? Also 50 Leute online jetzt? Nein, oder? Safe, Junge, safe. Ey, krass aber. Aber generell, Junge, wir haben 3 Tabs offen, Alter. Heftig, Leute. Respekt, wirklich. Junge, Tralen, sein Skin ist so ein Baba, Alter. Holy shit. Alter, das ist ja nur mit Pferd. Oh, Varo? Oma. Nee, oder? Holy shit. Skelettenpferd oder was? Was? Bei mir ist das einfach so unsichtbar. Der Axe hat schon eine Dia-Verrüstung, Full Iron und Pferd. Ja, moin. Ist er hier irgendwo? Ja, hier ist er. Oleg, Oleg. Ja, tatsächlich. Oh. Hä? Hä, ich könnte es abbauen. Aber weil ich wahrscheinlich OP habe, ne? Ey, was macht ein Knight, Junge? Er pennt einfach, ne? Jetzt schreibt er ja. Nee. Wer hat es hier gebaut? Leute, das ist Barius Haus. Ja? Ich hab ihn gleich angekommen, Bro. Ach, stimmt, hier waren wir true. Ach so. Strong, Alter. Gemütlich, Barrier, gönn dir. Schau mal, sieht ein bisschen aus wie Dschungel, oder? Hier. Hey, ist es nicht komisch hier alles, die Bäume und so? Ja, sind alle so groß. Also normal ist eine generierte Welt. Ist wahrscheinlich auch ein neues Biom, aber so ein bisschen verändert halt. Krass, wusste ich auch noch nicht. Wow, Maxo schreibt mir, minus 300, 12 und 870 sind Dias. Ja, geil. Also jetzt hast du sowieso gesagt, also sind die wahrscheinlich schon weg. Yes. Und das sind Bienen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, was Bienen, aber so. Die greifen dich jetzt an. Schau mal, die Augen sind rot. Hey, da ist Nether. Hä? Oder so. Hä, was? Ist ein Nether-Portal? Ja. Hä, ist das normal? Das ist doch nicht normal, oder? Nein, das hilft nicht. Holy shit, was ist das? Oh, es ist ein Meteor. Hä? Als ob das gibt. Warte, mach das Wasser, Lava weg. Ich hab eine Holzspitze genommen. Warte mal, oh, warte mal. Das ist dieses Crying-Obsidian, glaube ich. What the? Ist hier was, Leute? Ist hier was? Also, wenn hier ein Meteor ist, ist es safe, oder? Ey, Real, das wusste ich gar nicht, ne? Ich wusste es auch nicht, Alter. Ich dachte so, what the fuck? Oh, ich hab's hier. Netherrack kann man wegmachen. Jetzt bin ich gespannt, was hier ist. Oh! Vielleicht ist noch ein Märchen. Oder ist noch eine da drin? Ja, wir haben hier gerade ein Meteor gefunden. Ich wusste echt gar nicht, dass es sowas gibt. Krass. Das ist kein Meteor, das ist ein altes Portal. Okay. Ja, egal, Meteor. Whatever. Kirchen. Oh, lol. Nur eins. Okay, das ist also ein Fail-Portal. Das ist auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall aus wie so ein Portal jetzt. Ja, das auf jeden Fall. Okay, gut. Achso, lol. Die ist aber hier oben. Aber Gap? 4 Hoes? Mending? Ja, okay. Was heißt denn Mending? Ja, aber du hast ein Gap bekommen, ne? Oh, lol. Holy shit. Was verrückt. Ja, Tempel wäre auch am geilsten. Oh, la! Oh mein Gott! Schau mal! Holy shit! Oh mein Gott! Ich hatte gerade so einen Jumpscare. So ich habe einen Block platziert und ist auch weggegangen, oder? Lol. Ja. Oh, da! Ja, Dorf! Oder? Jawohl! Ja! Let's go! Ja! Let's go, boys! Oh, ein blaues Bett. Ja, ich habe auch ein. Nice. Tag ich einfach so gut, Alter. Tyrant, was geht? Morgen ist auch am Start. Oh, nein, noch ein Dorf, let's go! Was? Mit einer Kirche! Ich glaube, ich mache diesmal beim Swag Attack nicht mit, weil ich sonst wieder Alex Grief und X-Ray spiele. Okay, illegal, okay. Warte, hier ist schon jemand. Ah, nee, Tipps ist sie, okay. Dann können wir meine Chunks nehmen. Hast keinen Chunk, oder? Hallo? Ja, ist sinnvoll. Ja. Hallo? Ja. Und zwar kannst du gerne mal in meinem Stream gucken. Dort habe ich alles geclaimed, alles hier hinten. Und auch das da vorne, alles, das ganze Dorf habe ich geclaimed. Und dann stand auch unten im Mittelpunkt meines Bildschirms, stand dann halt immer so, ja, der und der hat deinen Chunk jetzt genommen, oder das, so. Ja, das ist doch gut, ja. Okay, pass auf. Ah doch, ja, okay, steht auch bei mir, ja. Hier, entering, exiting. Ah, jetzt steht's bei mir auch, ja. Ja, okay. Has entered your claimed chunk. Okay, ach so, auf. Junge, ich dachte, das heißt, dass du meinen Chunk gerade nimmst, einfach so, Junge. Ja, pass auf. Ey, tatsächlich hat halt wirklich Barrio so den ersten Tod, ne? Also klar hat Johnny auch den ersten, aber der hat's ja mit Absicht gemacht. Ich weiß, ich glaube, Barrio ist halt wirklich so gestorben einfach. Er gönnt uns hier das ganze Fleisch, das ganze Weed. Also ich meine jetzt Weed auf Englisch, nicht falsch verstehen. War schon wieder klar, dass Robbie das ganze Weed für sich hat. Ja, Leute, sag's euch. Mal gucken, vielleicht finden wir... Was ist denn das jetzt? Hey, das habe ich noch nie gesehen. Schau mal, das ist auch symmetrisch, ne? Und hier einfach ein Wasserblock. Habt ihr das schon mal gesehen, Leute? Safe nicht, oder? Junge, ich glaube, das ist ein Alien-Spawn hier. Das ist die Alien-Landebahn. Wie UFOs.
Hallo, beim Robby sagt, Jumprun nur 5 FPS gehabt. Aber Bohrmaschinen auch gewonnen, ne? Strong. Aber Junge, das Robby sagt, war auch Skaft. Also, nächstes Mal machen wir gescheit, ey. Ja, nichts gemacht, Dude. Oha! Er hat sogar Glas schon gemacht. Oha. Ey, geil. Er hat also auch gesaved alles. Ehre. Oha, er hat sogar schon einen clean Boden gemacht. Oh, leck, Respekt. Top 5 Crafted Gebäude, Respekt auf jeden Fall. Ey, geil, fühle ich schon. Oleg, auf jeden Fall Ehre, dass er direkt schon Haus macht und hier schon einen schönen Weg. Und es auch nicht zu weit vom Spawn entfernt, ist geil. Nice. Schau mal, er hat sogar ey, geil, er hat sogar schon gefärbtes Glas. Ey, Oleg ist echt ein Survival-Typ, ne? Einfach Fritz Meinecke. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Oh, Maxwell! Ja, damn, Maxwell! What's up? Okay, er will uns was zeigen. Oh Gott! Aha! Leute, hättet euch nicht. Come on. Ey! Oha, Stegi ist auch hier. Danke, Luca. Respekt. Ja, wir folgen mal Maxwell, Leute. Come on. Wir haben ihn. Das ist von Maxwell sein Grundstück. Ist gerade in der Aufbauphase. Komm, ich bin die auch mal eine Blume. Oh, Barrels! Lol! Ja. Was ist denn jetzt? Dude, Jade zockt. Das war eine fucking verzauberte Luck of the Sea 3 Angel. Lost. Ah, lost. Es lag beim Abbauen sehr stark. Ja, was heißt hier sehr stark? Ja, es ist, man kann es noch spielen, Leute. Ihr könnt echt froh sein, dass ihr bei Swagtag 1 nicht dabei wart. Das war echt Hölle. Du bist zum Teil im Boden stuck geblieben. Also, man konnte sich gefühlt nicht moven und so. Das ist geil. Oh, hier ist Baumaschinen. Zehn weiter. Mending! Er hat schon Mending! Also ein Gap stehe ich mir für Mending. Der Spaß natürlich nicht. Mending? No, not bad. Mending ist das Heftigste, was du kriegen kannst. Oh! Was? Was? LOL! Was? Die haben schon... Die haben einfach schon Minecraft durchgespielt in Swag Attack 2. Hä? In 2,5 Stunden. Alles klar. Wer war das? Welcher Hund war das? Fuchs und Black Series. War ja klar, ne? Ja klar. Ja, die denken auch, was die G-Challenge. Leute, ich glaube, Pietro wird es auch feiern, wenn wir hier auf dem Berg was machen. Ich claim mir mal hier oben. Nein. Iced Out Sam ist hier. Alter. Ja, okay, jetzt genau das Ganze, den ganzen Berg hier gejunkt. Hier ist ja gut, ne? Chunk claim. Boom. Alter. Ich habe, glaube ich, 3 Stacks. Oh nein. Mein Nachbar schon wieder, ne? Das kann ich ja auch nicht ausdenken, mein Nachbar hier. Dude! Mach das jetzt die ganze Zeit. Das ist ein Hobby, Flying Uwe. Ja, es gibt Nachbarskrieg, ich sag's so wie es ist. Dann würde ich sagen, Leute, fang ich an. Ich brauche ein Haus. Oh Mann, ey! Der macht den jetzt schon wieder Faxen. Schon wieder der Typ, ne? Wahrscheinlich schon voll Netherite. Ey, ihr seid so tryhards, ne? Ihr seid so tryhards, die einen in End, die einen in Full Netherite, ihr seid so tryhards, ne? Also, ja. Kannst ja auch nicht ausdenken, ne? Die Leute hier. Immer am Abfahren, kannst du auch nicht ausdenken, ey. Oh doch. Steintools. Junge, ich hab Goldtools. Schau dir mal meine Schaufel an, Leute. Wir haben immer noch 2 Tabs nach 3 Stunden, Leute. Crazy, wirklich. Wie er so spammt und so sneakt und dann läuft er so weg. Jetzt reicht's. Aha, alle beide bekommen. Jetzt haben wir hier ein Problem. Was ist das? Wieso baue ich eigentlich sowas hier? Bin ich lost? Was habe ich mir überhaupt gedacht? Oder ich mache halt hier so eine, dass es so into dem Keller so reingeht. Das ist einfach der Spawn. Imagine, das ist einfach der Spawn. Einfach so ein Robby-Sarg-Ding. Und ein Jumprun. Ich habe 5,5 Stacks. Oh mein Gott! Alter, der hat mich einfach gegrieft. Tor, der hat mich einfach gegrieft mit dem Knockback. Oh, what? Oh, my jeez. RIP. GF. Ey, wenn ich einmal GF geschrieben habe, meins L Island jetzt, ne? GF. Oh, shit. Sailen. Aber auch wenn es das PvP Practice. Ist jetzt kein Versuch, oder?
Es ist doch jetzt kein Zufall. Es hat doch jemand gespawnt, oder? Es hat doch locker einer gefärbt, oder? Oh mein Gott, Leute, wir haben das Tier geschafft. Macht schon und. Oh lol, bin geschafft! Diese Schaf hier! Safe mich! LOL! Oh mein Gott, das pinke Schaf, Leute! So lol. CJ, das ist dieser Schaf! Rogue, das fährt Bock, Champ. Mhm. He's chillin', okay. Nein, oder? Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Bohrmaschine baut sich gerade sogar, ey! Beim Armspawn, ey. Der arme Max, Junge. Jetzt denken alle, er stinkt. Oh, oh, Bohrmaschinen. Monkass, magst du das im Chat? Oh, oh. Die letzten Male bist du noch gut rausgekommen, aber jetzt? Fuck, Bohrmaschinen, du bist gefuckt. Hä? Ich hör's gerade. Jetzt erst. Ach, das ist dieser. Ah. Das kannst du auch nicht ausdenken, ne? Leute, könnt ihr euch noch erinnern, was er gesagt hat? Come back stronger. Er hat uns nicht enttäuscht. Ey, Flying Ruhe. Das gebe ich dir, Dude. Das war strong. Respekt, das war strong. Wenn du jetzt das nächste Mal so eine Science-Hintergrundmusik machst. Komm mal. Let's go. Ja. Rein damit. Komm schon, gönn Alge. Jawollo. Perfekt, Ehre. Hey. Nein, oder? Wer von euch Monkeys hat das diese Schaf geschert? Leute? Okay. Gut. Da haben wir den Evil-Täter. Der Ex. Merke ich mir auf jeden Fall, Ex. Das merke ich mir. Kann man das wirklich nicht machen? Ich bin jetzt einfach hier scharf. Vor allem, wo hat eigentlich. Oha, hä? Pfeifett. Hä? Wie das gemacht? Junge. Ist ein Hit away in der Sony. Ein Hit away. Oh, Atori, ich will aufpassen. Oha. Oh! Okay, Nasumi, alles klar, I see you. Okay. Ich hab auch einen Joker, ne? Ah, okay, ich hab's gesehen, alles klar. Man muss hier aufpassen. Und let's go! Oh! Oh, er ist auch geschafft. Also, nee, aber er ist nicht gestorben. So. Kann er sich auch ernähren. Ich komme gleich wieder, ja? You're back. Ich komm so in. Ich sag auch gleich Bescheid. You're back. Seid ihr auch nur genervt, dass für kein Sub für einen Lieblingsstream auf Twitch 5 Euro kostet? 4 Stunden sind wir schon. 5 Stunden sind wir schon fast da. Was? 5 Stunden streame ich jetzt? Wir streamen schon 5 Stunden? Nee, oder? Und es sind immer noch 2 Tabs da. Respekt. Leute, erstmal. Ich jetzt mal. Applaus noch alle. Respekt, wirklich. Das ist schon geil. Das ist schon echt nice, Mann. Wirklich. Will jetzt nicht böse sein, aber das ist mega hässlich. come on, Tribes. Ja, was soll ich machen, Dude? Ich hab keine Ahnung, wie man baut. Glaube ich unendlich. Oh, die Angel war schon bei mir. Aber Late Night Stream. Leute, wer kennt doch einen Late Night Stream? Oh, schau mal, wie geil das aussieht, Leute. Einzelne Stadt, wer denn noch nie eine schönere Treppe gesehen hat als die. Geil, Alter. Wo sind wir? Oha. Das lass mir schmecken. Danke, Ex. Jetzt aber die Frage. Aber eigentlich, die müssen schon nachwachsen, gell? So, für die Leute, die es noch nicht wissen. Ex, play for you, hat das dieses Schaf einfach geshared und es hat jetzt sein Markenzeichen verloren. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt noch wächst, weil es war die ganze Zeit so. Oh mein Gott, let's go! Nein? Nicht? Nein, ey! Ex! Ich schwör's dir, ne? Ich schwör's dir! Das war's nicht noch einmal. Wenn du das willst, musst du erst an mich vorbei. Roleplay, Leute. So, jetzt haben wir es auch geregelt. Was? Okay, gut. Gut. So nicht, Max. So nicht. Ein Hitgewicht, du. Kleiner, ja, Max, okay. Gut, ich sag mal so, To Fly hat sich von der Todesliste nochmal gestrichen, aber Maxwell ist der neue Dude. Warte mal kurz. Warte, wo ist das Schaf? Hallo? Nein, ich weine. Okay. Mhm. Ich werde rausbekommen, wer das war. Ihr könnt doch nicht das TSL-Schaf töten. Vor allem, konnte man das überhaupt schlagen? Ja, alle weg. Alle sind so weg. Kopfgeld, ja. Wer man ihn findet, dass dieses Schaf getötet hat, der wird gut belohnt. Aber jetzt mal Retalk. Das ist doch hier mein Chunk. Es kann doch eigentlich keiner hier hitten.
Ich bin so mad gerade. Das One and Only dieser Schaff. Welcher Hund? Es war nicht Max, oder? Wir werden den nächsten Tag ein bisschen James Bond spielen müssen, Leute. Oder war es einfach vielleicht Maxu sogar? Kann auch sein. Werde ich herausfinden, Leute. Ich werde es herausfinden. Ich werde nochmal Detektiv spielen, Leute. Ich werd herausfinden, wer das war. Und die Person wird es nicht mehr leicht in seinem Leben haben. Das war's. Als Andenken. Ich gehe auch nicht im Urlaub. Im Hinterkopf, dass ich noch nicht weiß, wer das dieses Schaf umgebracht hat. Okay. Hier. Ist Teilschlag aber nicht da. Nee. Ich glaube keinen von euch mehr, Leute. Ja, von meiner eigenen Community betrogen. Das ist alles wie so extra. Hat noch keiner dran gedacht. Wisst ihr noch, wo ich kurz durchgezogen bin für 5 Minuten? Hab euch ein TikTok-Video anschauen lassen. Aber war ich es? Das sagt keiner. Okay, ja, das geht tatsächlich nur bei Hunden und Katzen. Okay. War das Schlimmes. Ich werde das Buch jetzt öffnen, ja. Robby, wie ist das dieses Schaff? Ich habe mich vom Dach stürzen müssen. Bei mir. Die durfte meinen 4 Blöcken großen Stall ausgehen. Dies ist mein Abschied, mach's gut. Dieses Schaff. Das werde ich auf jeden Fall sichern. Ich werde noch ein paar Fingerabdrücke scannen und dann werde ich wissen, wer das genau geschrieben hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass Schafe irgendwie schreiben können. Und ich habe ein Wasser, jetzt natürlich wieder weg. Man kennt's. Würde das dieses Schaf sich mit einem kleinen S schreiben, Leute? Nein, es wird doch wohl seinen eigenen Namen ehren. Also vom dieses Schaf kann es doch mal nicht sein. Und vor allem, wer schreibt liebe Grüße mit G klein? Das ist aber lost. Leute, das kann alles sein, ne? Ja, okay. Ja, wir müssen ja immer optimistisch bleiben, ne? Theoretisch ist es ja immer noch bei uns. Okay, das letzte Buch lesen wir noch vor. Lieber Robby, ich, dieses Schaf, muss dir mitteilen, dass ich von zu Hause abgekommen bin. Er merkt, wie er mich gedroht hat, meine Wolle zu klauen. Es hat so weh und ich hätte mir diesen Schmerz nicht mehrmals antun können. Liebe, dein, dieses Schaf, Leute. Übrigens, ich habe auch einen Barokopf. Wir sind die Barogang, Leute, hier. Ne? Barokopf ist einfach Währung, ja. Ich habe noch keinen Tod, ne? Also, kann jederzeit passieren, aber ich habe noch keinen Tod, Leute. Also, alles gut bis jetzt. Ja, Leute, ich never take down straight. Ich habe ein Water Magic. Also, come on. Ja, schau. Easy. Oha! Ey, das war random, Leute. Real Talk, das war random. Frage ist, war hier schon jemand? Oh, Solo Training auf Lotus Server. Oh, let's go. Nice. Ist eine Achterquelle sogar, ne? Nice. Schau mal, ich weiß nicht, viele neuen. Es gibt hier einfach einen. Ich glaube, das ist auch Black Wolf. Der hat sich einfach Swag Attack 2 genannt. Seht ihr hier in der Mitte rechts? Er ist einfach Swag Attack 2. So geil. Respekt. Oh, let's go. Nice. Oh, Attackquelle wieder. Let's go. Perfekt. Oh, ich bin echt in den Strip-Eingang von anderen. Lol. Oh, Dungeon. Okay, warte mal kurz. Ey, bitte, es ist eine geile Schallplatte. Ich glaube, das ist sogar eine Schallplatte, die ich irritiert habe. Nein, doch nicht. Cat ist es. Scheiße. Death Rider. Ist geil. Was soll ich sagen, Maxim? Oh, let's go. Das sage ich. Bamala, 5 DS auf meinen Nacken. 6. God damn. Was war dein erstes Game, was du gezockt hast? Meins war Mario Kart. Dude, als ob mein erstes Game wie Mario Kart oder so war. Ich habe einfach Spielaffe gezockt. Also jetzt abseits von Spielaffe. Mein erstes richtiges Game war Pokémon Platin tatsächlich auf dem DS. Und auf dem PC war es, ich weiß, also wenn ihr Movistar Planet sehen wollt, könnt ihr es machen. Aber so ein richtiges PC-Game war Wizard 101. Kennt keiner mehr, glaube ich. Das ist so altes Game, aber das Game ist so geil, wirklich. Ich würde es heute noch durchspielen. Habe ich auch geplant mit ein paar Dudes. Was passiert, wenn man stirbt? Ja, dann hast du halt einen Tod hier im Scoreboard. Oleg hat noch keinen Tod. Poggy, alle Leute. Sand auch noch nicht. Timon auch noch nicht. Pog, Travik. Weiter, Kaita, let's go, dude. Steini auch noch nicht. Nice, Leute, nice. Ja, beide 26. Ja, es war halt auch bei Swag Attack 1 so. Genauso war es auch. Bin ich schlecht? Nein, Baro, du bist heftig, Junge. Nur 26 Tode ist krank. Aber man muss auch sagen, Baro hat sich extra geopfert, damit wir hier eine Baro-Gang bilden können. Wisst ihr? Das ist unser Markenzeichen. Jeder, der Kopf hat, gehört zur Baro-Gang. Oder Hashtag Bärenstark. Ich weiß nicht, wie wir den noch nennen. Müssen wir noch überlegen. Oh, perfekt. Oh, lol. Sind wir hier bei Barrio? Barrio, ist es bei dir hier? Das ist bei Barrio hier. Lol. Nee, doch nicht. Doch, kann sein. Oh. Ja, moin. Shop 5, Fastback 2, Looting 3, Mending. Ja, wahrscheinlich. Was sind deine drei Lieblingsspiele? Ja, das ist die Frage. Soll ich jetzt meine All-Time drei Lieblingsspiele sagen? Nur vom DS, nur vom PC oder was? All-Time. Ja, Pokémon Platin auf jeden Fall Nummer 1. Das auf jeden Fall. Danach kommt Wizard 101. Ich verbinde mit dem Game ist so ein geiles Game. Und ich würde tatsächlich sagen, ja, Minecraft, oder? Ganz klar.
dann gibt's noch so Sachen wie Mario Bowser Inside Story und so, League of Legends oder Monster Planet, also ja, aber ich würde schon sagen, das sind die drei geilsten. Kein Mario. Ja, Mario wird dann danach kommen. Mario wird als Viertes kommen. Aber man kann es auch irgendwie nicht so richtig einranken, weil jedes Spiel ist halt irgendwie unique. Jawohl, let's go! Oha, das ist geil. Ja, jetzt haben wir genug für die Rüstung. Aber nicht für das Schwert, ne? Vor allem nicht. Oh, let's go! Let's go, dude. 1, 2, 3, 4. Nice, 6 Stück. Ehre. Oh, wer ist denn hier? Oder ist es... Warte mal, gibt es wirklich einen, der so einen Weg gemacht hat hier? Was? Wollen wir mal folgen hier, Leute? Villager-Transportweg? Echt? Stimmt, kann sein, ja. Hast du das gemacht, Hyman? Ja? Okay, nice. Von 6 leben noch 3. Scheiße, Mann. Hey, wie lange hast du gebraucht, Hyman, dafür? 5 Stunden, was? Ach, die Scheiße. Hyman, dude. Da ist der Uwe. Ich bin auch dabei. Und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Da ist mein geiles Haus, Leute. So random. Ich hoffe, das ist jetzt keine tiefste Schaffwolle. Gut. Aha, ist das hier von der Bohrmaschine oder was? Schau mal, das ist schon geil. Es war gestern schon fertig hier. Richtig geil. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ey, Bohrmaschine, wirklich Respekt an der Stelle. Muss man echt sagen. Pass auf. Hat er am ersten Tag gemacht. Wer kennt das, Leute? Also, Bohrmaschine hat sie ja als erstes gemacht und dann hat, also Flying Hoover hat auch so eine Version gemacht. Ich habe ja extra gesagt, wenn noch mein Nachbar so Undertale abspielt, und das hat er echt gemacht, ne? Ehre an der Stelle. Er hat auch sowas gemacht. Zwar ein bisschen, mit komischen Tönen, aber auch Undertale. Hier erstmal Mario. Und hier. Ja, so geil, wirklich. Das ist echt geil. Aha, hier sind alle seine Kills versteckt. Und jetzt ist er erstmal gekillt. Oha, Badezimmer mit Spiegel. Ey, geil. Also ich sag's so, Flying Uwe hat bis jetzt den geilsten Room. Geil, Alter, wirklich. Respekt, Uwe, not bad. Oh mein Gott. Okay, das sieht geil aus hier. Die Sounds. Ey, sieht echt geil aus hier, wirklich. Alter, die Sounds, Junge, hört ihr das? Geil. Junge, einfach Horrorspiel. Der Nether gefällt mir echt. Aha. Ja, komm, Junge, Jerk, du Hund, Junge. Du hast locker alles schon gejoinkt. Schau, wie er tryhardet. Er läuft alles durch. Alles, dass ich es nicht krieg, ne? Das kann sich auch nicht ausdenken, einfach nur. Was einige Leute hier einfach machen. Jetzt bin ich gespannt, wo wir spawnen. Was? Minus 5000? Ja, perfekt. Wahrscheinlich, oder? Oh, hier ist ein Tempel. Hier ist ein Tempel, let's go. Chris, wenn ich. Die Ace, my Dias! Alla! Die gibt's mir weg. Die gibt's mir weg, Sand. Aha. Und. Ihr seid so Hunde, ey. Ihr könnt einfach gar nichts. Ihr lässt mich auch halt nicht alleine gehen, ne? Ja, ich travel jetzt 5000 Blöcke, Leute. Ja, willst du lieber Nether gehen? Ja. Ja. Wisst ihr was? Ich frag den magischen Miesmuschel, was wir machen. Ich frag jetzt zuerst, ob wir wieder im Nether gehen sollen. Magische Miesmuschel, sollen wir wieder ins Nether reingehen? Sollen wir weiter so traveln in der Oberfläche? Okay, was sollen wir sie sonst fragen? Wir können beides nicht machen. Sollen wir dahin schwimmen? Ich glaube eher nicht. Dude, was sonst? Was gibt's noch für Möglichkeiten? Magische Miesmuschel, sollen wir uns hinbauen? Eines Tages vielleicht. Ja. Schwimmen? Sollen wir uns hinschwimmen? Sag doch einfach nochmal. Sollen wir uns hinschwimmen? Ja, okay, du bist so ein. Ach, komm. Ja, dann schwimmen wir, Leute. Let's go. Das ist halt so unnötig, ne? Achso, ich habe ja diese Scheiße da. Oh Mann. Das ist auch noch, ne? Oh, ich kann jetzt immer abbauen. Ich habe mich selbst getrappt. Das kannst du ja auch nicht ausdenken, ne? Oh mein Gott! Sterbe ich jetzt? Nee, ne? Holy shit. Oh mein Gott. Jetzt bereue ich es, dass ich keinen Spawn-Command reingebracht habe. Was? Da muss ich noch hin. Bastion. Ja, aber da ist doch, schau mal, das ist doch eine Festung, Alter. Und jetzt wird's spannend. Vor allem, ich bin alleine. Keiner kann mir meine Kisten wegsnacken. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Ich komme halt nicht mal hin. Schau mal, was alles ist. Ein Gas. Der chillt aber hier unten. Ja, moin. Oh mein Gott. Ich dachte, das sind Knochenblöcke, Dude. Okay, und hier? Oh, Lena Rain, Peak Step. Geil, wie schnell man ist.
Nice. Kam. Oh! Oho! Ja, das können wir benutzen, ne? Ja, ja, safe. Ich glaube, wir sind bei 500, 700 oder so dann. Oh, Leute! Achso. Oh mein Gott, endlich wieder die normale Welt. Holy shit, Junge, dieses Netherportal, ne? Hat mich so gebläst. Willst du mich verarschen eigentlich? Ist es jetzt der Loot oder wurde es schon gelootet? Alter. Okay, es wird gelootet schon. Ernsthaft jetzt? Okay, warte ganz kurz. Gucken wir uns das mal an. Jetzt bin ich gespannt. Hier ist ja gerade Paul, okay. Einmal slash claim und ich kann keiner was mal machen. Pfeifet. Er claimt aber seins. Er claimt. You jerk, ist aber auch rein. Ja, ne. Claim doch den Chunk. Claim doch den. Okay, gut. Okay, Leute. Ja, Leute, was sagt ihr? Ja, das Ding ist halt. Ja, also, Travis, du kriegst auf jeden Fall dein Stuff back. Ja, weiß nicht. Wollen wir Pollinator bannen für die Aktion? Ich würde jetzt eine sehr, sehr strenge Verwarnung geben. Ich gehe jetzt dahin und mache weiter. Und Travis kriegt jetzt sein Stuff gleich. Wollen wir es vor Gericht klären? Oder macht ihr ein episches 101 mit gleichem Equip? Und der gewinnt, hat halt. Der kann halt nur weiter spielen und der verliert, kriegt einen Bann. Ich weiß. Ey, how the fuck kommt jetzt Uwe hierher? Lol. So, ja, wieder anzünden. Wenn du es hast. Er hat's nicht. Warte mal. Ernsthaft, es geht nicht? Ach, come on. Ja, egal. Das ist das Einzige, was ich jetzt mit meinen Rechten abused habe. Ja, oh! Ja, okay, ja, nee, also, das ist aber nicht real, ne? Das ist nicht real. Auf Höhe 14, beziehungsweise da unten. Ja, da ist er, Luca. Ich komme, Luke. Ich bin echt gespannt, wie du da hingekommen bist. Bin ich jetzt echt gespannt, was du sagen hast, Luca. Okay, warte kurz. Bevor ich dich befreie, Luca, reconnect mal bitte kurz. Wenn er jetzt reconnect und er kann sich bewegen, und ich mache den Stream da aus. Kappa. Sonst, ich werde dich nicht befreien, bevor du dich nicht kurz reconnectest. Und? Ist er echt stuck? Jetzt? Das kannst du ja auch nicht ausdenken, ne? Als ob man da jetzt stuck war. Hä? Ja, Luca, Weg nach draußen musst du selber finden, Alter. Aber ich gehe jetzt hier hoch, ey. Ich kümmere mich jetzt um mein Business, Alter. Oh mein Gott! Okay, alles gut, alles gut. Ja, danach war schon wieder mal kein Ding. Ja, ich schau, relax. Mal gucken, was er hat. Er ist so ein Wichser, David. Das tut auf jeden Fall weh, ja? Okay. Junge, bleib Uwe, Alter, ohne Witz. Er hat hier extra abgecampt. Nice, sehr schön. Let's meet, das sind deine Dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 8, 9, 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 Ja, Junge, geh weg. Danke, Leute. Nice. Okay, Leute, ihr müsst gönnen. Profi am Breaking Day. Ja, schade. Ich hätte noch Infinity mich vielleicht gewünscht, aber ist okay, mein Gott. Bitte gönn Alge. Pissing 4. Okay, ist strong. Was? Hä, was? Ender Dragon? Nein. Doch, Timer geht zum End. Oh, shit. Timer hat Bock. Strip Club. Mit P. Oh shit, Uwe. Oh shit. Nice. Nein, das war nicht hier. Oh mein Gott! What? Okay, wo ist er jetzt wieder? Kannst du einfach mit den Blöcken zu spielen, bitte? Aber es ist auch ein D-Session, come on. Ich darf das hier nie offen lassen, ne? Sonst kommen noch ein paar Griefer und da mal die Party. Und hier ist ein Berg und da ist mein... Ja, soll ich es Haus nennen? Ich weiß nicht. Oder kann man das hier Haus nennen? Es ist eigentlich ein Scam von einem Haus. Es ist halt wirklich scheiße. Ich habe halt hier nicht mal einen gescheiten Boden. So, es ist halt so scuffed, ne? Aber ich nenne es trotzdem mal Haus. 5-9 gegen die Dias. Gegen 20 Dias. Ja, okay. Okay, ist ein guter Trade. Okay, Leute, das heißt... Hä? Warte, kurz. Ihr habt gesagt, mit der Rüstung, das geht noch, oder? Im Schmiedetisch. Okay, ja, ich habe keine Ahnung von der Vision. Ja, okay, pass auf, Leute. Ja, ich hab noch nie die Version gespielt. Ich mach die Teile hier erstmal. Sehr gut.
Oha, nice. Haben wir's, Leute. Call me in Devils. Ey, strong. Okay, jetzt wird's ernst, Leute. Die Leute hier aussitten. So wie im Kino, die schauen einfach zu. Es passiert so gar nichts. Jack will mir was schenken. Okay, Jakan, dein Time to Shine. Deine Bühne. Let's go. Jetzt kommt eine Blume. Ja, ich wusste es. Ehre, Jakan. Ja, ich werde mich hier beim T-Chef aufstellen, ja. Dann denke ich immer an dich, Jakan, okay? Ach, das T-Chef, ey. Nicht mal richtig geschrieben. Nee. Leute, das war das allererste T-Chef. Es wurde ehrenlos getötet. Von einem gewissen... Ja, ich darf den Namen nicht droppen, weil sonst... Ich warte halt die ganze Zeit, bis On kommt, weil ich muss mich rächen. Und man kann nicht einfach so das T-Chef töten. Es muss eine Rache geben. Alter, habt ihr das gesehen? Junge, Herzinfarkt. Wirklich gerade Herzinfarkt, Real Talk. Da ist er, der Jaken. Junge, wie geil. Aus dem Dörf-Face. Gut. Oh, leider nur Plot 4. Schade. Ja, okay, egal. Wir können wieder nichts entscheiden, gefühlt. Ich mach das Schwert jetzt. Soll ich das Schwert machen? Wir das Kind, oder, Leute? Wir das Kind jetzt, oder? Leute, belieft ihr? Ich frag die Miesmuschel, Leute. Ja? Die Miesmuschel weiß alles. Pass auf. Magische Miesmuschel, soll ich mein Schwert auf Unbreaking 3 verzaubern? Ich glaube ja nicht. Okay, wenn die Miesmuschel uns warnt, dann machen wir es auch nicht. Ja, aber was dann? Was dann? Wir können ja auch keine Unbreaking... Nee, also Rüstung auf gar keinen Fall. Ich mach jetzt Chestplate, okay? Leute, belieft ihr? Ihr müsst jetzt alle gleichzeitig belieben, okay? Drückt die Daumen, wirklich. Wirklich, Iron müsst ihr Daumen drücken jetzt, wirklich. Let's go! Nein! Oh, du, ihr habt nicht... Jemand von euch hat nicht belieft. Wer hat den Daumen nicht gedrückt? Na egal, wir machen auf jeden Fall erstmal Pause. Und wir machen jetzt die Top 5. Wir werden jetzt die Top 5s auslosen. Top 5 Combos, okay? Und wir werden jeden Clip, einranken, okay? Ah, Spy Goes, okay. Es ist ein Switch-Clip, Leute, okay? Let's go. 4, 5. Eine 5er-Kombo. Ey, wirklich, bei jedem Switch, ich muss so lachen bei den Switch von Handy und so Clips, das ist halt so geil. Okay. Eins, zwei, drei. Das war schon. Oh, das war schon. Die 3er-Kombo. Bonus-Clip, oder? Ist schon Bonus-Clip wert. Ey, Junge, ich hab das nicht gedacht. Like, es ist, das ist halt das Ding. Es ist halt ein 12-Minuten-Video und er linkt mir die Zeit hier, eine 3er-Kombo hält. Es ist ein Bonus-Clip. Weil es ist David, Leute. Es ist David. Ah, wir sind gleich durch, Leute. Gleich durch. Axe, du fly for you. Bin gespannt. Es gab noch kein, es gab, also das Beste, oh. Ja. Gut. Perfekt, Axe. Barrio, jetzt bin ich gespannt, Mr. Barrio. Junge, finde ich. For real. Ey, Junge, was ist das, Mann? Junge, dritter Troll. Knapfel, jetzt bin ich gespannt. Knapfel, time to shine. Time. Junge, selbst Knapfel trollt mich. Okay, ich würde sagen, was machen wir denn jetzt, Leute? Wollen wir Quiplash machen, Leute? Eine Runde Quiplash? Wir machen erstmal eine Runde Quiplash, okay? Ein Game. Aber jeder, der jetzt dabei ist, weiß, wie es geht, ne? Ihr müsst für die lustigste Antwort stimmen. Einfach. Eine verworfene Form für Marshmallow-Tierchen. Kissen, dieses Schaf. Oha! Idee für eine neue Show. Deutschland sucht. Oh shit, das ist spannend jetzt. Die Top 10 Kombos. Den wirst du mal. Okay, Kombos ist echt gut. Es sind eigentlich beide gut. Es sind beide gut, aber Kombos macht halt Sinn wegen vorhin. Das ist halt geil. Knuffelboy, strong. Das Leben wäre um so viel besser, wenn wir alle in leben würden. In Minecraft leben würden, in Freiheit. Oh, sehr deep, actually. Actually, sehr deep. So, letzte Runde, Leute. Hier gibt's nur eine Antwort, ne? Und ich hoffe, das ist eine geile Frage, bitte. Aber wer führt gerade? Szenen, oder? Knapfel führt mit 5 Tor. Was? Ich habe gar keine Chance mehr, dude. Ein Wort, welches im Wörterbuch zu finden sein sollte. Sehr starke Frage, actually. Dieses Schaf, Swag, Tyranten, Verb, dieses, Balls, keine Frauenrechte. Das ist doch kein Wort. Tyranten, let's go! Oh mein Gott! Ehre, Leute, Ehre. Riax hat sogar 3 Punkte gegeben. Ehre, Mann. Knapfel, 2. Kuss, Leute. Aber reizt die Frage. Reizt es. Und? Oh, wow! Knapfel, ja, okay. GG. Gut, Leute, da war's schon mal mit Quiplash. War nice, zwischendurch. Vielleicht machen wir später noch eine Runde. Aber jetzt haben wir ein Ziel, und zwar, wir müssen Timon irgendwie aus dem End retten, Dude. Ach du Scheiße! Wollen wir hier rein, Leute? Okay. Let's go!
Hey, wie habt ihr das abgebaut? Wahrscheinlich Pisten oder so, ne? Okay. Hoffe, du schaffst 10.000 Abos. Danke, Dragon, Alter, danke dir. Bau mich rüber. Achso, oh mein Gott. Wow. Oh! Hab ihn angeguckt. Bitte nicht, bitte nicht. Alles gut, alles gut. Kommst du auch mal, Nighty? Heute noch vielleicht? Oder? Da ist er. Wo bin ich, John Cena, Leute? John Cena, imagine, Digga. Hauptsache, Mending-Buch ist am Start. Let's go. Oh, Monkes. Oh mein Gott. Verrückter Dude, verrückt. Einfach nur verrückter Junge. Nein, nein, war ich nicht. Uwe, all you. All you, Uwe. Nice. Komm schon, gönn Alge. Ja, nice, nice. Komm schon, der dritte. Alle guten Dinge sind drei. Oh mein Gott. Der Rambock. Wieso nehme ich auf meine Rüstung mit? Ich bin halt auch, so, auch lost, ne? Aber ich dachte nicht, dass es so im Weg ist, Dude. Sonst hätte ich, glaube ich, alles zu Hause gelassen. Hier in der Ecke. Hier warst du. Genau hier. Elytron Raketen droppen. Könnte man tatsächlich machen, ne? Das wäre eine Möglichkeit, aber ist halt absolut schwer. Okay, pass auf, Timen. Wir machen das echt. Das, was Sirex sagt, das machen wir echt. Wenn du es schaffst, Timen, die Nummer einzuloggen und deine genauen Codes zu wissen, dann können wir nochmal richtiger Five-Head-Action machen. Wenn du es glaubst, Junge. Hallo? Also... Man kann dich halt freezen, das heißt, wenn Minecraft im Panzermodus hat, also oben diesen weißen Balken hat und den dann halt so anklickt und dann so hält, dann freest dein Minecraft auf. Ja, Timer weiß, was du meinst. Timer, wenn du das schaffst, wir droppen die Elite und alles. Ey, wenn das klappt, Junge. Timer, das musst du schaffen. Aber schau auch, dass du deine Quartz auch anhast. Wo ist er? Unten, ja, okay, kriegen wir nicht. Das kriegen warte mal kurz. Das ist unmöglich. Nee, das ist nicht unmöglich. Das ist nur, wir können da keine Blöcke platzieren. Nein, aber wir können Elytra und Ding schmeißen und auf ihn, wie? Auf sein Face. Es fällt ja durch ihn. Nee. Es fällt durch ihn. Nein, wir testen das mal. Mach mal das Wasser weg, das ist jetzt unnötig. Okay, warte, ich fliege rein. Nein, ich bin jetzt auch unten. Fuck, ich bin zu schnell gefallen. Nein, Junge, nee. Das haben wir jetzt 2-in-1 oder was? Es ist ja so lächerlich. Scheiße. Wir haben es doch schlimmer gemacht, 2-in-1 jetzt oder wie? Ja, zur Not halt TP, ne? Pass auf, was ja, das Ding ist halt, bei Timer ist halt jetzt das Ding gefreezed. Und ich weiß ja. Nicht... Ja. Aber er kriegt keinen Schaden. Also, er ist über dem Schaden noch, weil ich bin halt unter dem Schaden und krieg direkt... Und du kannst nicht fliegen? Ich kann nicht fliegen, meine Lüte, ich hab meine Lüte an, natürlich, ich kann aber nicht hochfliegen. Natürlich geht es so, oder? Ich hab meine Raketen gespammt, wie keine Ahnung was, ich komme nicht hoch. Ich bin auf 2 Herzen, 3 Herzen. Ja, aber du hast dein Ding nicht ausgerüstet wahrscheinlich. Doch, mein Lüter ist ausgerüstet. Ja, aber in der Luft meine ich, geflogen. Also in Luftanimation. Ich hab ja Letters gespammt auch. Leute, wollen wir ihn TP'en, detimen? Fuck, man, Dude, ohne Witz. Ja, ich hol ihn einfach hoch, scheiße, ohne Witz. Okay, timen. So, warte, der Bild. Und bitte ins Wasser. Was? Okay, was? Okay. Staff ist noch da. Staff ist noch da, okay. Ja. Okay, es ist ein fairer Trade, Leute. Timen hat seinen ersten Tod, aber wir haben ihn TP'd. Ja, ist halt scheiße jetzt gelaufen, Mann. Fuck. Ich soll ihn drauf in 3, 2, 1. Go. Drauf. Auch schon. Okay, nehme ich den Kauf. Nehme ich alles gut. Okay, ja. Ihr müsst jetzt beide kommen. Rettungsmission halbwegs gemeistert. Oha, jetzt hat ein Steini und du. Und Pizza. Ihr drei habt noch 0 Tore. Leute, ihr müsst verstehen, ich wollte wirklich nicht einmal TP'en, so die Leute. Aber wir kamen jetzt hier rein und tat mir so leid, Timen, Junge. Und wir haben alles versucht. Ich konnte ihn da nicht einfach sterben lassen, Leute. Wirklich. Bist Timen? Okay. Du hast ihn nicht mitgenommen. Nein. Ja, Timer, wo bist du? Stell dir vor, Uwe wäre auch noch reingefallen. Na, Uwe. Wäre Uwe noch reingefallen. Also dann wäre alles verloren, glaube ich. Uwe noch reingefallen wäre. Er hat schon gesagt. Ich finde, Uwe noch, weil er ist strong, Max, so strong. Ja. Oder wie gesagt, einfach, das war nur Roleplay und eine Ausnahme. Ja, das kann man nicht sagen, Leute. Nee. Alles Roleplay. Die Flying Uwe immer weiß. Ja, ich hab schon keine Sorge, danke Uwe. Warte mal kurz. Nasumi hat doch hier einen Weg nach oben gebaut, ne? Achso, stimmt, ich muss da zu Maxut. Oh mein Gott, ich bin so lost. Ey, ich bin so lost. Daran merkt man schon, ich bin schon gute 11 Stunden live. Gönn Alge? Natürlich gönn er nicht. Sharp 4, das mach ich. 3 Level fahren wir noch, das mach ich. Uwe, er ist immer irgendwie, wo ich da bin, ne? Er erwartet mich immer so wie ein Sensei. Ah, Mr. Swaggy, ich hab dich schon erwartet. Strong. Flying Uwe gefällt mir, Alter. Oh, wenn ich jetzt mein Schwert enchante und es kommt nur Shop 4, dann bann ich den Stream vorzeitig. Ja, nee, da bin ich einfach nur sad.
So, Leute, bitte prayt jetzt, ja? Ihr müsst alle prayen. Und wirklich Daumen gedrückt halten, dass ich jetzt noch geile Sachen kriege, Alter. Für wenigstens Fire Aspect oder was weiß ich, Looting wäre geil. Weißt du, wie ich meine? Von wer hat's wieder geändert hier? Medo ist dull. Schau, Leute, die Story, ja? Am Anfang stand hier, Maxo stinkt, okay? Dann hat, glaube ich, Maxo das geändert zu Medo stinkt. Dann hat Medo geändert zu Medo ist cool. Und jetzt Medo ist dull. Geil, feier ich. Ich hab das geändert zu Medo stinkt. Ach, das warst du, Max, und nicht Max. Ach so. Okay. Langsam. Gönn! Was? Oh, come on, dude. Ey, das ist doch scheiße, Mann. Kannst du auch nicht ausdenken, ne? Verfickte Scheiße. Das kannst du auch nicht ausdenken, ne? So ein Bullshit. Mach auf. Was soll ich aufmachen? Ach so, die Tür. Sehr schön. Zeig! Der arme Maxwell, dude. Er dachte wirklich, er kann hier escapen. Du bist ja gefangen, mein Junge. Du bist ja gefangen, ja? Das ist dein Haus. Strong, Alter. Oh, ich seh's jetzt schon. Oho! LOL! Nee, oder? Geil. Hey, wie geil ist das denn? Junge, das war echt geil, ne? Vor allem, wie geht es? Oha, Flying Uwe ist auch dabei! Geil, Junge, wir sind jetzt alle completed. Hier die Türen. Oha, oha. Er hat hier einfach ein Penta-Bett. Bock. Hier noch ein Bett. Junge, Steini hat ausgesorgt, Alter. Ja, okay, nochmal. Und nochmal. Okay. LOL! Geil! Einfach Coffin, Junge. Geil, Leute, muss ich sagen. Ich find die Leute, die das so gemacht haben, übelst geil, ey, wirklich. Richtig geil. Es gab ja Leute, die haben Megalovania gemacht. Mario, ich glaube Mario Party war das. Oder Mario halt generell. Und jetzt noch Coffin. Strong, Leute, strong. Oh mein Gott! Er hat ein Chinese ausgemacht. Mit den neuen Wood, was er auch gesagt hat. Ey, wie geil das aussieht. Schau, wie er gerade rauskommt. Ist so ein richtiger Chinese, ne? Okay. Oha! Zwei Totems schon. Vor allem, wie viele Tage ist es jetzt schon her? 3 Tage, gell? Seit dem Start. Ist geil. Ich glaube damals bei Swagatag 1, wann habe ich die erste Gebäude-Top-5-Ding gemacht? War es noch in der Woche? Ja, ich feiere das, ich feiere das. Der einzige Nachteil ist halt, dass es alles leider so weit entfernt ist. Wenn es halt alles so in der Umgebung um den Spawn wäre, wäre echt geil, aber das ist halt so 1000 Blöcke traveln. Okay. Leute, wir müssen pünktlich um 0 fertig machen, damit der Livestream noch anzuschauen ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, damit man die ganzen 12 Stunden noch angucken kann. Weil wenn der Stream mehr als 12 Stunden geht, dann wird er von YouTube nicht verarbeitet. Deswegen muss ich pünktlich Schluss machen, ja. Es waren auch Leute dabei, die waren auch den ganzen Tag da. Wirklich, deswegen, einmal auch Respekt an euch, wirklich, Leute. Ist auch nicht selbstverständlich, muss man auch zugeben. Bei 12 Stunden live, ein paar von euch habe ich die ganze Zeit hier gesehen. Da sieht man einfach nur, wie hobbylos ihr alle einfach seid. Nein, Spaß. War ein Joke. Aber wirklich, das respekte ich schon. Das ist einfach die Zeit, 12 Stunden, das schon, ist eine massive Zeit, wirklich. Und das ist schon echt respectable, wirklich. Ah! Ich weiß gar nicht, was es ist. Leute, ihr könnt mitraten. Spooky Scary Skeletons, ja? Ja, ich höre es immer noch nicht raus. Ich kann es immer noch nicht raushören. Doch, jetzt, okay. Ja, ja. Ja, okay, ist stark, ist stark. Nee, tatsächlich habe ich es jetzt beim 4. Mal rausgehört. Wir gehen Swag Attack. Swag Attack. Wir gucken mal. Oha. Ich höre schon Pfeile. Oh, shit, what? Wie? What the fuck? Er legt sich da aber hin. Oha! Oh, ich wusste, er gibt mir den Helm. Den Turtle Shell. Okay, das muss ich tragen, oder? Ich sehe zwar jetzt meine Augen nicht, aber... Nice! Jetzt bin ich Turtle Master, Leute. Leute, wir gucken uns hier auf jeden Fall die Gebäude an. Das ist das erste Schild, aber okay. Das erste Schild, perfekt. Direkt Insider. Ich glaube, hier einfach... ein Stick. So. Oh, was? What? Was ist das für ein Block? Hä, wie geht es? Sind das... Oh. Oh. Holy shit. Als ob. Leute, wisst ihr, wie er das gemacht hat? Er hat die ganzen Chunks überflutet mit halt weiß und dann mit schwarzen Stripes. Versteht ihr? Alter, das ist ja ein anderer Five-Head-Move. Was sollte sowas machen? Ihr seid verrückt, Boys. Wirklich. Kühlschrank. Oh. Sorry, wollte nicht. Tut mir sorry. Erster Grief in Swag Attack. Oh mein Gott. Okay, das kenne ich.
Ja, das ist ja natürlich dieser Saxophone-Guy, das kennt man ja, ne? Das kennt jeder. Das kenne ich. Ist das Mario? Family Guy, Mann! Ja, stimmt. Ich schaue das halt nicht, aber es ist mir sofort, war mir bekannt auf jeden Fall. Das habe ich nicht geschaut, Leute. Obwohl, nee, Family Guy fühle ich nicht. Aber auf jeden Fall auch cool mit dem Sound. X. Oh shit. Okay. Oh! Ja, das ist sicher scharf. Ja, das kann ich nicht zählen lassen, merkst du. Das hast du modifiziert. Das sehe ich doch, das sehe ich doch hier an seinem Schweif hier hinten. Oh! Das kann nicht dein Ernst sein. Nein, Dudes. Es kann nicht dein Ernst sein. Es ist einfach illegal. Es kann einfach nicht sein, dass wir in Swag Attack das TSS scharf haben. Es ist einfach verboten. Es geht aber nicht. Oh mein Gott, ey. Flango hat das TSS schon gefunden. Hast du wirklich? Ach, Leute. Ey. Ey. Was ein Moment, Dude. Hier alles gefarmt. Okay. Lol. Okay, interessant. Mhm. Oh shit, er hat hier. Er hat wirklich ein ganzes Dorf gemacht, ne? Ja, aber ich feier immer so. Also auch in IRL, diese Japan-Bäume, diese pinken, die sehen irgendwie richtig nice aus. Also auch in IRL meine ich. Schau mal, von hier sieht's halt so geil aus. Schau, alles insgesamt, Leute. Ey, alles insgesamt, das ist halt so nice. Oh, Killwand, ja, hab ich schon gedacht. Aber trotzdem, man muss einfach zugeben, auch wenn es aus dem Internet ist, er hat es trotzdem gebaut, Leute, ja? Und es sieht einfach außenrum richtig poggerous aus. Das sieht richtig geil aus. Aber er hat alleine, sag ich mal, ein ganzes Dorf, ein ganz japanisches Dorf gebaut. Und es sieht hier einfach nice aus, muss man sagen einfach, ne? Man muss sich aber denken, dieser Unterschied von Swag Attack 1 und Swag Attack 2. Swag Attack 1 haben ja Leute nur so ein Haus gemacht, aber natürlich gab es ja auch da weniger Zeit. Und jetzt hier, die Leute machen die ganze Dörfer, echt, echt nice. So, das ist hier das Lager. Warte mal, ich lasse mich das kurz. Oh! Okay, stark. Okay, nur mit. Okay, aber gute Idee. Also schöne Idee, dass er so sein Skin, das Lager in seinen Skin quasi reingepackt hat. Erst eine lustige Idee. So, das ist dann hier sein Turm. Das hat er ja in den ersten 2-3 Tagen gemacht schon. Das war er da schon fertig. Ah, und stimmt, Leute. Hier. Also auch ein Undertale, genauso wie Two Flying Uwe. Aber ich glaube, Melo war hier zuerst dran, oder? Ich glaube, Melo. Und auch Epic Sax. Ja, okay, hat ihn wahrscheinlich hier Uwe geholfen. Ja. Ach, das ist Endless. Ah, und hier? Oh, das hört man nicht. Running in the 90s. Ich glaube, das muss sogar so, oder? Weil das ist dann, dass es so ein bisschen leiser klingt. Ich glaube, das ist gewollt so. Ich feiere sowas, ne? Noteblock. Stark, Mann. Wirklich, GG. Ja, erstmal so Füchs, komm. Okay, im selben Style. Ist es dasselbe Dorf? Nee. Oh, lol. Das ist echt krass, was ihr Leute gemacht habt hier, Leute. Oh, oha. Das ist ein Dragon, ne? Das ist ein Dragon. Der sieht fresh aus. Das haben wir hier gerade schon angeguckt. Oha. Noch so ein Dragon-artiges Ding. Ist aber leider noch nicht, oder? Doch, das ist fertig. Er war auch stark gemacht. Auf jeden Fall Rieks und bei Füchs hier im selben Stil gebaut. Aber auch Dörfer, ne? Auch stark. Oha. Alles klar. Da hat sich jemand ein bisschen die Drawcraft-Videos angeguckt. Nur Pros schaffen das schon mal. Ach, das ist ein Jump-Run. Easy. Jetzt ist dein Ultra-Pro, Janus. Du siehst, das ist hier eine Weed-Plantage. Das hier. Das ist keine Weed-Plantage, Leute. Das hier ist eine Weed-Plantage, ja? Aber nicht, dass das Illegale hat. Ach so. Okay, aber ich habe nichts gesagt. Eine Weed-Plantage. Okay. Illegaler Lost, Alter. Schau seinen Skin an.
Also auf jeden Fall illegal hier Platz 1 gesichert, glaube ich, an der Stelle. Oh, oha. Das gibt natürlich einen extra Punkt hier nochmal. Aber nicht dieses Wack. Nice. Bohrmaschinen Respekt. Bohrmaschinen Respekt. Bohrmaschinen hat auch übrigens das hier, Leute, gemacht. Am Anfang stand hier Maxwell stinkt, dann Medo ist cool, dann Medo ist dull. Ja, auch eine gute Story hier. Maxwell stinkt, Medo ist cool, Medo stinkt. Shank von mir geclaimed und geändert. Medo ist dull. Ja, das ist so geil, wirklich. Aha. Die haben wir sie doch. Ich glaube, es ist für alle. Die Swag-Bibel. Die originale Swag-Bibel. Geil. Aber das kann ich nicht, Leute. Das kann ich jetzt nicht alles vorlesen. Das hat ja schon ein Priester gemacht für uns. So, hier wurde das aufgenommen. Ah, die ist hier? Ah, natürlich ist sie hier. Okay, ganz klar. Ah. Einnahmen. Ja, kriegst auch nochmal 5 von mir, Alter. Starte von Jesus Wagstyle, a.k.a. Robbie. Ja, schon frech, dass du Maxwells Kopf anstelle von meinen benutzt. Oh, Elefant. Geil. Lol. Oh, shit. Oh, shit, man. Was ist denn hier passiert? Heftige Kaktusfarm. So wild. Aber Leute, wirklich, jetzt an alle. Es ist wirklich eine Ehre, dass ich hier auch wirklich Zeit investiert habe. Weiß nicht, ist erstmal nicht selbstverständlich. Und es gibt auch ein paar, die wirklich echt coole Sachen hier gemacht haben. Auch mit Roleplay und generell einfach so schöne Gebäude gemacht haben. Also auf jeden Fall Respekt an alle. Und danke für die sehr geilen Gebäude hier. Hat mir echt Bock gemacht, hier das alles anzugucken. Versprich mir mal, dass wir fighten. Ja, wie gesagt, wenn das Server irgendwann mal endet, dann ja. Dann machen wir ein finales Swag Attack Turnier von mir aus. Mit jeder gleichen Equip und so. Also Leute, das Projekt hier, Swag Attack, muss irgendwann mal sowieso enden. Kommt ein Swag Attack 3? Also ich muss sagen, von der Organisation und alles bin ich auch nicht mal zufrieden mit Swag Attack 2. Weil wie gesagt, Leute, also es gab hier nicht so viel, also beziehungsweise ich bin in Urlaub gefahren und ich konnte halt nicht, ich hab's halt dumm gestartet. Ich konnte halt hier nicht Wache halten, sage ich mal. Und Leute haben auch gecheatet, wo ich halt null Einfluss drauf hatte. Das ist halt sowas, was ich nicht will. Und das hat es auch ein bisschen verdorben, deswegen verstehe ich auch ein paar Leute. Aber es ist trotzdem noch cool, dass Leute trotzdem hier noch spielen, beziehungsweise gespielt haben oder beziehungsweise hier Leute Gebäude gebaut haben. Ne? Wie findest du mein Schild? Ja, Luca, ne? Weil Luca, das muss ich jetzt sagen. Das ist ein L. Heißt es L für Legende? Zwinker, zwinker. Oder für Luca? Das heißt, steht für Legende, ne? Ich kenne dich doch, du kleiner Schlawinski. Ja, yeah, wahrscheinlich, Luca, ja. Warum ist eine Katze auf deinem Dach? Ist sie echt? Oder? Mein Haus, a.k.a. Jump'n'Run. Warte, wenn ich hier hochkindle, muss ich schaffen hier, ne? Ja, okay, cheat halt gleich. Ich weiß gar nicht, wieso hier eine Katze ist, actually. Ich hatte hier eigentlich keine Katze. Aber Hauptsache, die Katze lebt, wovon ich keine Ahnung habe. Aber das TSS schafft, was ich eigentlich, was heilig ist, was ich beschützen wollte, was ich sogar hier eingekesselt habe. Oh, Hauptsache, das stirbt einfach. Ey, weißt du noch was das mit Leo? Ach so, ja, Leo hat's gekillt. Stimmt, hat eigentlich jemand Leo gekillt? Weil da gab's schon Kopfgeld, ne? Oder ist der Hund nicht mal umgekommen? Maxwell hat's? Ach, stimmt, Maxwell hat ja Beweis geschickt sogar. Leute, was wollen wir Maxwell geben dafür? Das war ja at the end nochmal eine Heldentat. Auch wenn er mit L gespammt hat, Is und irgendwie nochmal beleidigt hat. Bester Mod. Ja, aber weiß nicht. Ich habe ja gesagt, man kriegt was, ne? Der braucht nix. Ja, was kann ich ihm geben? Eigentlich nix. Der hat eh alles, ne? Stimmt, ich hab ihn gesagt, er kriegt Kuss auf seine Stirn. Hat er bekommen. Gott! Das war close. Oh, da ist er. Nice. Let's go, boys. Pizza ein bisschen strippen, dann sieht's aus wie, ihr wisst schon. Ah ja, kann man noch gebrauchen. Hier ein bisschen Beat, auch entspannt. Dann Pfeile, why not? Und ein Auge hier, zack. Die Gunpowder, wieso auch nicht? So ein bisschen Rock Flash. Entspannt, hier noch ein Deer. Komm, gönnt ihr. Ja, aber Deer nimmt er, ne? Deer nimmt er hier. Hier in der Quarz. Zack. Zack, so. Ich kann hier halt echt nicht. Oh. Magst du ein Statement? Aha! Ah, es war Timon, den hab ich doch gesehen. Timon. Aber er ist auch der Einzige, der nicht vergiftet wurde, ne? So obvious. Ja, ja, er hat Harming Potion sogar. Ja, er hat wahrscheinlich so Deals mit Illegaler gemacht. Ne, warte mal, das war ja. Ne, Bohrmaschine hat ja hier die Wand gebaut. Hier muss gewandt werden. Für jeden einen. Hier. Die Leute. Und ab in die Sauna. Das ist Flying Uwe, oder? Was hat denn der jetzt schon wieder gemacht? Ey, Mann, ey, Flying Uwe, wirklich. Ah, nice. Ja, Leute, was geht ab? Konferenz, cool. Ach, du Ach, das kannst du nicht ausdenken, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Flying Uwe wieder on Troll, Alter. Dann mach ich die Jukebox aus und dann findet er was anderes. Das kannst du nicht ausdenken, ne? Ey, Uwe ist einfach eine Legende. Ich muss einfach meine ganzen Sounds ausmachen. Danke, Illegal Boy. Das hat hier Maschinen vor mich gedroppt. Tut mir leid. Oh mein Gott!
Imagine, ich wäre verreckt. Ey, wenn ich so verreckt wäre, das wäre absolut, absolut Top 10 Brain Moments, legit. Oh. Aber ich sehe gerade, wie die Blöcke heißen. Machst du ein Statement? Warte mal, wer hat die Köhle? Wer hat die Kühe hier? Gibt es irgendwie eine Farm in der Nähe? Okay, Leute, wirklich danke, dass ihr dabei wart. Jetzt ist aber wirklich Ende Gelände. Es sagt sogar Snoop Dogg jetzt. Kick the top off of a fucking bottle. Ja, und wenn Snoop Dogg sagt, ist es Zeit dafür. Leute, danke fürs dabei sein. Hat echt Bock gemacht, aber. Okay, Leute, danke fürs dabei sein. Das war's im Stream. Also Ryan. Und see ya. So Leute, vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. Hier kommt jetzt noch ein Video. Hier unten ist ein vorgeschlagenes Video für euch. Und da müsst ihr noch abonnieren. Oder beziehungsweise hier. Egal, auf jeden Fall Leute. Ihr müsst jetzt hier draufklicken, ne? Müsst ihr machen jetzt.